freue mich sehr, dass ich jetzt noch Gelegenheit habe, als Hirnforscher ein wenig zu dieser unglaublich interessanten Veranstaltung beitragen zu können. Ist das so akustisch alles in Ordnung? Fact. Können wir so weitermachen? Sie können loslegen. Sehr schön. So, als Hirnforscher, also als Neurobiologe, kann ich ja zunächst erstmal beitragen, und das ist ja eine der wichtigsten Entdeckungen, die wir in diesem Bereich gemacht haben, dass das menschliche Hirn doch viel plastischer, viel formbarer, viel umbaubarer ist, als wir das bisher für möglich gehalten haben. Und das gibt ja auch Hoffnung für das, was da noch alles so auf uns zukommt. Und dass diese Umbauprozesse zeitlebens stattfinden, deutet schon darauf hin, dass es eine Rückkehr in einen Normalzustand, was immer das für ein Zustand dann gewesen sein mag, dann sowieso nicht geben kann. Was mich wirklich interessiert und was ich heute mit Ihnen ein bisschen besprechen möchte, ist, wie eigentlich sich bestimmte Vernetzungen im Hirn, die dann unser Denken, unser Fühlen und Handeln bestimmen, wie die im Hirn herausgebildet werden und wie die dann stabilisiert werden. Es geht mir eigentlich darum, ein Verständnis dafür zu wecken, warum Menschen so unterwegs sind, wie sie unterwegs sind. Und das ist ja auch eine Situation, die wir jetzt mit der Krise erleben, wo wir feststellen, manches hätten wir gar nicht erwartet und manches macht uns auch große Sorgen. Also gegenwärtig geht die Lernforschung davon aus, dass Lernen stattfindet durch Training, durch Üben und dann durch Konditionierung und dann auch, dass man dabei Erfolg haben muss. Und dann wissen wir aus der Hirnforschung auch, dass es da Belohnungszentren im Hirn gibt, die dann aktiviert werden und die dann dazu führen, dass man das Gelernte dann besser behält. Und in der Praxis setzen wir das in unseren Schulen um. Auch dort geht es, oder auch im Gesellschaftlichen eben auch, wenn es jetzt um die Frage geht, wie bringen wir Menschen dazu, dass sie sich öffnen für die Maßnahmen, die jetzt notwendig sind in so einer schwierigen Situation. Wir versuchen es durch Wiederholen, also immer wieder die Botschaft wiederholen und dann versuchen wir es natürlich auch mit Belohnungen und wenn das nicht hilft, dann eben mit Bestrafungen. Und das ist auch alles richtig und das ist auch wissenschaftlich belegt. Aber es ist eben auch richtig und auch wissenschaftlich belegt, dass das Lernen, wenn wir das jetzt mal etwas weiterfassen, dass das Lernen ein Grundmerkmal von allem Lebendigen ist. Also Lebewesen, die nichts mehr lernen können, die sind tot. Und deshalb lernen alle Lebewesen ständig. Und die lernen ihre inneren Beziehungen, die Beziehungen ihrer inneren Konstituenten immer wieder neu zu organisieren, sodass das am Ende ihrem Überleben und ihrer Reproduktion dient. Das ist alles erstmal ganz okay. Und das machen Zellen so, Einzeller, das machen ganze Organismen so, das macht unser Gehirn so. Und das machen auch soziale Systeme so. Also jede Familie lernt etwas, Unternehmen können was lernen. Wir kennen lernfähige Organisationen. Natürlich kann auch eine Gesellschaft was lernen. Und deshalb ist es so interessant, mal zu gucken, wie dieses Lernen dann eigentlich funktioniert. Und da gibt es eine ganz banale Grundlage. Und das ist offenbar der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Da sind wir in der Vergangenheit gar nicht so richtig drauf gekommen, dass nämlich alle lebenden Systeme, alle Organismen, alle Lebewesen darauf angewiesen sind, ihre innere Struktur und ihre Funktion aufrechtzuerhalten und dass sie dazu Energie brauchen. Und diejenigen, die es nicht schaffen, diesen Energieaufwand zur Aufrechterhaltung ihrer Struktur und Funktion auch sozusagen in der erforderlichen Menge zu beschaffen oder mit anderen Worten, die zu viel Energie verbrauchen, die würden dann nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik sich nicht mehr erhalten können. So, und der Zustand, in dem das menschliche Hirn oder auch eine Gesellschaft die wenigste Energie verbraucht, den nennen die Hirnforscher Kohärenz. Also das ist ein Zustand, da passt einfach alles. Im Hirn würde dann vorn und hinten alles gut zusammenpassen. Die bisher gemachten Erfahrungen würden zu dem passen, was da im Augenblick gerade eintritt und als Wahrnehmung ins Gehirn weitergeleitet wird. Es passt dann vielleicht auch das Denken, Fühlen und Handeln einer Person wunderbar zusammen. Die Seele und der Geist und was man da noch so alles will. Man lebt dann vielleicht auch in einer Gemeinschaft mit anderen, wo auch alles zusammenpasst. Also Sie merken, es gibt einen Zustand von Kohärenz, der dadurch gekennzeichnet ist, dass dadurch, weil alles so gut aufeinander abgestimmt ist, relativ wenig Energie verbraucht. So, und diesen Zustand streben alle lebenden Systeme an, auch wir Menschen, auch unsere Gesellschaft.
Und das heißt, wir versuchen eigentlich alle immer Energie zu sparen, indem wir etwas, was nicht mehr passt, wieder passend zu machen versuchen. Und wenn es nicht mehr passt, dann heißt das Inkohärenz. Also immer dann, wenn etwas passiert, und es passiert eben immer etwas, das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Es gibt diesen Zustand, den ein Lebewesen erreichen könnte, wo alles passt, wo alles total kohärent ist, den gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur eine Vorstellung. Das ist sozusagen das, wo sie alle hinwollen. Aber das reale Leben spielt sich dort ab, wo diese Lebenssysteme ja aufgrund ihrer Offenheit ständig mit irgendwas konfrontiert sind, was sie stört. Und dann kommt es immer wieder zu Inkohärenzen. Im Hirn führt das dazu, sie haben eine bestimmte Erwartung, zum Beispiel, dass wir doch alles im Griff haben. Und dann stellen sie fest, das kommt doch nicht so, wie sie das erwartet haben. Und dann kommt es in diesen Bereichen des Hirns, das ist dann das Frontalhirn, wo sie diese Erwartungen aufbauen, kommt es zu einem Durcheinander. So, das nennen die Hirnforscher Arousal. Da feuern die Nervenzellen durcheinander. Das braucht natürlich einen Haufen Energie. Diese Erregung breitet sich dann weiter aus, erreicht auch die tiefer liegenden Bereiche. Dann kriegen sie auch noch eine Aktivierung von Bereichen da unten. Die gehen dann mit diesem Gefühl der Angst einher. Und dann wird es höchste Zeit, sie merken auch, dass der ganze Körper durcheinander kommt. Und dann merken sie, jetzt wird es höchste Zeit, dass ich eine Lösung finde, weil diese Inkohärenz ist dann eigentlich nicht mehr auszuhalten. So, und wenn sie dann eine Lösung finden, also zum Beispiel die Lösung, dass sie eine schwierige Situation dadurch lösen können, dass sie Kontrolle zurückgewinnen. Wenn sie dann eine Lösung finden, dann führt das ja im Hirn dazu, dass ein Zustand, wo sehr viel Energie verbraucht wird, auf einmal runterfällt in einen Zustand, wo weniger Energie verbraucht wird, weil es jetzt besser passt und wieder passt. Und diese, nennen wir es mal so, dabei frei werdende Energie wird benutzt, um im Mittelhirn Bereiche, also Zellgruppen zu aktivieren. Das ist dann dieses berühmte Belohnungszentrum, was die Hirnforscher dann ausgemacht haben. Und von dort werden Botenstoffe freigesetzt, die sind eigentlich was ganz Wunderbares. Die machen nicht nur ein gutes Gefühl, das ist auch schön, sondern das sind sogenannte neuroplastische Botenstoffe. Also die müssen sich so vorstellen wie Dünger. Immer dann, wenn Sie eine Lösung finden, wo Sie einen nicht passenden Zustand im Hirn in einen wieder passenden Zustand verwandeln, wird in Ihrem Hirn so eine Art Dünger ausgeschüttet und der führt dann über sehr schön untersuchte Prozesse dazu, dass Nervenzellen anfangen, nochmal Eiweiße zu machen, die sie schon lange Zeit möglicherweise nicht mehr gemacht haben und die sie aber brauchen, um neue Fortsätze auszuformen, um neue Kontakte zu machen. Und auf diese Weise wird immer das Netzwerk im Hirn, was sie gerade benutzt haben, um ein Problem zu lösen, das wird stabilisiert. Und das erzähle ich deshalb so lange, weil ich möchte, dass wir endlich verstehen, dass im Hirn des Menschen nicht die Probleme verankert werden, die wir haben, sondern dort werden die Lösungen verankert, die wir im Laufe unseres Lebens, und das ist eben immer sehr individuell, weil jeder andere Probleme hat, finden. So, wenn Sie also einen Menschen vor sich haben, wo Sie sich wundern, warum der so unterwegs ist, dann macht das viel mehr Freude und ist auch viel erhellender und auch viel hilfreicher, wenn Sie nicht sagen, der hat einen schlechten Charakter oder der hat die falschen Vorbilder gehabt, sondern der hat Probleme gehabt, für die er bestimmte Lösungen gefunden hat. Und nicht alle Lösungen, die man vor allen Dingen in schwierigen Situationen, wo es darauf ankommt, dass man die schnell löst, dann findet, sind dann auch immer optimale Lösungen. Eigentlich ist es sehr selten, dass wir unter Druckbedingungen günstige Lösungen finden, sondern wir finden eben erstmal eine Lösung für das Problem, eine andere Lösung kennen wir nicht. Und diese Lösung wird im Hirn sozusagen strukturell verankert. Das ist so, als ob Sie im Hirn aus einem Netzwerk, was zunächst erstmal aus dünnen Nervenbahnen besteht, allmählich Straßen machen und dann am Ende werden das Autobahnen. Und manche Leute kommen von den Lösungen, die sie einmal gefunden haben, gar nicht wieder herunter. So. Und jetzt können wir uns anschauen, wie das auf der Ebene des Einzelnen dann verwirklicht ist. Und da wird es dann relativ einfach, weil wenn wir uns jetzt die Situation mit der Pandemie anschauen, ist es ja so, dass eben doch nun sehr viele Menschen gezwungen waren, lebendige Bedürfnisse zu unterdrücken, die eigentlich zu ihnen dazugehören, die das Leben auch angenehm machen, die uns überhaupt lebendig sein lassen. Nehmen wir so ein Bedürfnis, das Bedürfnis nach körperlicher Nähe. So, was machen Sie eigentlich, wenn Sie jetzt auf einmal diese körperliche Nähe nicht mehr leben können?
Oder das andere Bedürfnis, wir alle haben natürlich ein intensives Interesse an Austausch mit anderen Menschen. Dieser Austausch findet ja nicht nur verbal statt, sondern es gibt eigentlich einen viel tiefer reichenden Austausch auf der nonverbalen Ebene durch die Mimik beispielsweise. Und was machen Sie nun eigentlich, wenn Sie diese Ebene gar nicht mehr lesen können, weil die Partner, mit denen Sie, Ihr Gegenüber, mit dem Sie in diesen Austausch gehen, sein Gesicht verdeckt hat? Nehmen Sie dieses Bedürfnis, was uns allen innewohnt und mit dem wir schon auf die Welt kommen, dass wir natürlich in dieser Welt dazugehören wollen und dass wir auch etwas gestalten wollen, dass wir auch autonom sein wollen, dass wir auch vor allen Dingen mit anderen gemeinsam etwas gestalten wollen, wenn das jetzt nicht mehr geht, weil wir also Abstand halten sollen und uns an die Regeln halten müssen, dann ist auch dieses Bedürfnis nicht stillbar. Und auch so etwas wie unser Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit ist in solchen schwierigen Situationen dann nicht stillbar. Das heißt, das sind alles richtige, wichtige, lebendige Bedürfnisse, die wir Menschen in uns tragen, denen wir auch eigentlich diese ganze Freude am Leben verdanken. Und die gehen jetzt nicht mehr, die kann man nicht mehr stillen. Und das führt zu einer extrem starken Inkohärenz im Hirn. Jetzt komme ich wieder zurück zu dem Ausgangspunkt. Das führt zu einer extrem starken Inkohärenz. Die Nervenzellen feuern durcheinander. Es ist keine Lösung in Sicht. Es führt zu einer starken Verunsicherung. Es wird sehr viel Energie verbraucht. Und Sie merken, und wir alle merken, jetzt muss irgendeine Lösung her. Und diese Lösungen sind dann auf einmal fatal, wenn man das so etwas genauer anschaut, weil das Hirn, ob Sie das wollen oder nicht, das muss von sich aus dieses Problem lösen, sonst wird da oben zu viel Energie verbraucht und es entstehen dann Netzwerke, die sich über die Bedürfnisse legen und dieses Bedürfnis hemmen. So, und dann ist Ihr Bedürfnis nach körperlicher Nähe weg. Und dann ist Ihr Bedürfnis, die Mimik des anderen zu lesen, weg. Gucken Sie gar nicht mehr hin. Dann ist das Bedürfnis meinetwegen von Kindern, gemeinsam mit anderen herumzutoben und irgendwas zu bauen und zu entdecken und zu gestalten, erstmal weg. Und auch das Bedürfnis, jetzt doch autonome Entscheidungen zu treffen, wenn Sie die ganze Zeit in so einer Zwangssituation sind, wo Sie doch sich an diese ganzen Regeln und Verordnungen halten müssen, ist eigentlich nicht mehr lebbar. Es führt dazu, dass Sie dadurch diese Inkohärenz im Hirn spüren. Sie brauchen eine Lösung und die Lösung heißt dann, Ihr Bedürfnis nach autonomen Entscheidungen wird gehemmt und dann haben Sie kein Bedürfnis mehr nach autonomen Entscheidungen. So, und so geht uns das. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das wissen. Ich bin jetzt 70. Wenn ich aber ein 7-jähriges Kind anschaue, das das für ein Jahr lang macht und seine lebendigen Bedürfnisse weghemmt und dabei Vernetzungen im Hirn aufgebaut werden, die auch wirklich richtig gut unterdrücken, sonst könnte das Kind ja in dieser Welt gar nicht funktionieren und hätte ständig wieder diese Inkohärenz. Wenn das ein 7-jähriges Kind für ein Jahr macht, dann ist das so, als ob ich das mit 70 für 10 Jahre mache. Und das macht das Problem. Und das führt dazu, dass wir eben doch jetzt auch sehr viele Kinder und Jugendliche sehen und auch eine Unmenge von Erwachsenen, die etwas lethargisch werden, die etwas resigniert sind, denen die Freude am Leben abhanden gekommen zu sein scheint. Und bei den Kindern sehen wir es ganz besonders deutlich, noch nie waren die Störungsbilder, die die Kinder- und Jugendpsychiater beschreiben, ist so ausgeprägt und in diesem Umfang verbreitet, wie wir das gegenwärtig sehen. Das sind also alles Folgen der Lösungen, die diese Kinder für die Probleme gefunden haben, die Corona-Problematik Corona-Problematik mit den notwendigen Maßnahmen gestellt hat. So, das will ich gar nicht werten. Ich versuche es ja nur zu beschreiben, was da vorgeht. Das Zweite ist, es gibt Erwachsene, die haben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, sich an Vorgaben zu halten, die auch Führungspersönlichkeiten in ihrem Leben oftmals schon als Kinder in Form ihrer Eltern gefunden haben oder der Lehrer, die es gut mit ihnen meinten und die auch verlässlich waren. Und solche Menschen, die positive Erfahrungen mit
Führungskräften und Vorgaben gemacht haben, die haben kein Problem damit, das zu befolgen. Das ist ja eine Lösung, die sie sowieso schon die ganze Zeit haben. Das heißt, deren Lösungsschema wird immer fester. Die sind dann bereit, diese ganzen Dinge genauso zu machen, sind auch fest davon überzeugt, dass das alles richtig ist. Und damit, das kann manchmal so weit führen, dass jemand dann sogar ganz allein im Wald mit der Maske herumläuft. Und dann gibt es andere, die hatten weniger günstige Erfahrungen gemacht mit Führungskräften im weitesten Sinne, also in Form von Politikern oder Führungskräften bei der Arbeit oder im familiären Bereich. Und die sind misstrauisch, die trauen diesen Kräften nicht. Bei denen hat sich im Hirn eine Lösungsstrategie verfestigt und die heißt Misstrauen. Die lassen sich nicht auf das ein, was der andere sagt. Und je mehr der andere versucht, sie davon zu überzeugen, dass das doch alles richtig ist, was er da sagt, und dass er es doch nur gut meint, umso misstrauischer werden die. Und dann hat man plötzlich eine Situation, wo die eine Gruppe der Bevölkerung die Lösung darin sieht, dass sie alles einhält und alles so macht, wie es vorgegeben wird. Und es gibt eine andere Gruppe der Bevölkerung, die aus irgendwelchen Gründen zu der Erfahrung gekommen ist, dass es jetzt darauf ankommt, seine Autonomie zu bewahren und das gerade erst recht nicht zu machen, was die sagen. Und damit dann trotzdem einigermaßen Ruhe ins Hirn kommt, brauchen die eine Erklärung für das, was da passiert. Und natürlich werden dann schnell alle möglichen Erklärungen gefunden. Die verbreiten sich dann ja auch übers Internet. Und dann wird eben diese Vorstellung, dass es da irgendwelche dunklen Verschwörungen gibt, im Hirn gebahnt. Auch das ist eine Lösung. Wenn ich weiß, da ist irgendjemand anders dann schuld, ist es eine Lösung. Und das Letzte, was ich an der Stelle vielleicht noch erwähnen möchte, ist eben, dass in einer solchen Gesellschaft, in der dann plötzlich solche Gräben zwischen Menschen mit ihren unterschiedlichen gebahnten Lösungen entstanden sind, es immer schwerer wird, so etwas aufrechtzuerhalten wie eine Überzeugung, dass Konsens miteinander gefunden werden kann. Dass Einigung, wenn das Ganze mal vorbei ist, auch wieder möglich ist. Das halte ich für sehr problematisch. Ja, und wenn wir uns noch kurz auf die Ebene der Gesellschaft bewegen, und damit schaffe ich dann ja auch den Übergang zu Herrn Rosa, in der Gesellschaft geht das ganz genauso. Auch in der Gesellschaft kann es sehr inkohärent werden, dann wird sehr viel Energie verbraucht, in Klammern. Auch das könnten wir uns mal überlegen, wenn wir uns fragen, warum unser Energieverbrauch in der westlichen Welt so hoch ist. Es geht möglicherweise hier bei uns eben sehr inkohärent zu. Und in einer Gesellschaft, in der dann so eine Inkohärenz dazukommt, wie wir sie jetzt mit der Corona-Problematik haben, werden dann Lösungen gefunden. Und diese Lösungen werden ebenfalls strukturell in der Gesellschaft verankert, in Form von Warenflüssen, in Form von Informationsflüssen. Da werden auch bestimmte Strukturen in der Gesellschaft gebahnt, die es vorher in dieser Weise nicht gab und die dann durchaus auf einmal eine feste Struktur in der Gesellschaft bekommen. Als schönes kleines Beispiel dafür kennen wir das Phänomen der Digitalisierung, die vor 2 Jahren hätte das keiner für möglich gehalten, dass das auf einmal so schnell vorangeht. Das ist eine Lösung, die wir gefunden haben und die sich jetzt unter den Bedingungen der Pandemie in vielfacher Hinsicht bewährt hat. Eine andere Lösung, die gefunden worden ist, besteht darin, dass man eben jetzt nicht mehr in das Geschäft geht zum Einkaufen, sondern Online-Geschäfte abwickelt und dieser ganze Online-Handel auf einmal eine ganze Struktur bekommen hat. Das sind ja Riesenfirmen entstanden mit Logistikzentren und entsprechenden Versorgungssystemen bis dorthin, dass also die ganze Papierindustrie sich im Augenblick umstellt, weil sie gar nicht so viele Ausgangsstoffe, also so Verpackungszeugs da herstellen können, wie das von diesem Onlinehandel angefragt wird. Das sind Strukturen, die in der Gesellschaft entstanden sind. Eine andere Struktur, die auch interessant ist, ist, dass auf einmal es handelt sich ja um mRNA-Impfstoffe. Das heißt, es ist natürlich, auch wenn wir das immer nicht gerne so ausdrücken, aber es ist natürlich ein Eingriff in einen Mechanismus in der Zelle, der schon eher in die Ebene der Genregulation gehört als in die Immunologie. Also, und damit hat sich auf einmal diese ganze Gentechnologie weitgehend durchgesetzt. Das ist eine Lösung, die wir jetzt gefunden haben, wunderbar. Und die öffnet neue Perspektiven.
Was wir auch sehen, ist, dass eine Lösung darin bestanden hat, dass man erstmal regionalisiert ist. Gerade nachdem wir eben so sehr über die Globalisierung und die Folgen für andere Länder gesprochen haben, wird das ja überdeutlich. Also man fokussiert sich in solchen schwierigen Zeiten wieder auf sich selbst und seine Region oder seine Nation. Und damit entstehen wieder Strukturen, die eigentlich gar nicht wünschenswert sind, wenn wir davon ausgehen, dass wir doch alle in einem Boot sitzen und eine globale Welt haben. Und das Letzte, das wissen wir ja auch, das sind dann die Veränderungen auf der Ebene, ich weiß nicht, ob ich das Freizeitbetrieb nennen soll, aber es werden viele Gaststätten, viele Reiseeinrichtungen und was es auf diesem Markt alles gab, nicht mehr geben. Die ganze Kleinkunst, die Kunst überhaupt hat es extrem schwer. Ja, und dann ist es natürlich schwierig. Und es wird dann auch eine Veränderung der Kulturgewohnheiten geben, die dann alle auch anhaltend sind. Denn von allein dreht sich das ja nicht wieder um. Wenn dann plötzlich wieder alles gut ist, dauert es entsprechend lange, bis solche einmal gefundenen und strukturell verankerten Lösungen sowohl im Hirn des Einzelnen wie auch auf der Ebene der Gesellschaft dann wieder überschrieben werden können, überbaut werden können, verschwinden können die dann ja gar nicht mehr. So, und das Fazit meiner ganzen kurzen Vorstellung hier heißt, es ist alles in Ordnung. Wir müssen nur bei allem, was wir tun, sehr genau wissen, was wir da tun. Und die Gefahr ist ständig groß, dass wir in einer akuten Notsituation Dinge tun, die langfristige Folgen haben, die wir erst viel, viel später spüren und die dann auch natürlich viel, viel schwerer wieder aufzulösen sind. Veränderung ist immer möglich. Auch Fehler und Sackgassen, in die wir geraten sind, können wir wieder auflösen. Aber es ist sehr schmerzhaft und es ist nicht so einfach. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den zweiten Teil dieses Vortrages von Herrn Rosa. Ganz herzlichen Dank, Herr Hüther, und nun Hartmut Rosa. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite an Herrn Hüther, hallo, und an Herrn Friedmann und alle anderen, die das hier organisieren. Also man muss echt hart im Nehmen sein, so lange durchzuhalten. Ich bin aber schwer beeindruckt, dass das hier in hoher Konzentration und auf hohem Niveau geschehen kann. Ich habe, normalerweise machen wir in der Soziologie ja häufig PowerPoints. Manche sagen, entweder man hat was zu sagen oder man hat PowerPoints. Aber der Grund, warum ich diesmal keine gemacht habe, war, weil ich gerne ein bisschen reagieren wollte, weil wir ja auch hier die Schlussrunde sind auf das, was ich vielleicht höre vorher. Und auch, weil ich finde, dass man im Blick auf das, auf die Leute, die digital zugeschaltet sind, da finde ich es immer ein bisschen unangenehm, wenn man ganz viel PowerPoints und ganz wenig Menschen sieht. Also habe ich gedacht, ich mache es jetzt einfach mal so. Und ich will gerne das aufgreifen, was Herr Hüther gerade gesagt hat, als ein kleiner Vorspann. Die Sache mit der Energie finde ich auch super interessant. Ich würde dann aber sagen, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, es ist alles in Ordnung, dann will ich gerne schon um der Diskussion willen die Gegenthese vertreten. Es ist eben nichts in Ordnung, da stimmt was nicht. Und zwar denke ich neuerdings tatsächlich auch über diese Energiegeschichte nach. Das interessiert mich wirklich, auch sowas wie soziale Energie. Weil übrigens stellt man ja wirklich fest, es gibt sowas, wir reden ja von unserer Energie, also ich habe heute viel Energie, was heißt das eigentlich? Das ist ja irgendwie definitiv nicht physische Energie und wir wissen auch zum Beispiel Burnout ist ein Zustand, in dem ich gar keine Energie mehr habe und auch da, ich meine, die physische Energie ist ja noch da, unser gespeichertes Fett zum Beispiel ist eine Energieressource, aber wir können die irgendwie nicht mehr einsetzen und eigentlich haben wir keinen guten Energiebegriff und dann, also die Psychologie hat ihn eigentlich auch nicht, ja, die hat irgendwie einen Begriff von, die hatte mal einen Begriff von Trieb, den benutzen aber die wenigsten heute noch. Stattdessen reden wir häufig von Antriebsenergie, Motivationsenergie, aber es ist ganz unklar, was das ist. Und vor allen Dingen denken wir uns das in aller Regel als individuelle Eigenschaft, ne? Also als eine Art von psychischer Veranlagung oder psychischem oder emotionalem Zustand. Ich glaube aber, dass durchaus Energie auch sozial gedacht werden muss. Soziale Energie, die entsteht in der Interaktion, die zirkuliert. Ja, manchmal hat man eine Sitzung, wo du das Gefühl hast, die vibriert vor Energie und manchmal hast du eine Institution, eine Bürokratie zum Beispiel, wo du das Gefühl hast, da ist alles gelähmt und deshalb bin ich sehr daran interessiert, diesen Begriff wieder aufzunehmen. Aber ich will nur jetzt an eines anschließen, was Herr Hüther gerade auch gesagt hat. Also mein Verständnis ist es wirklich auch, dass Lebewesen sowohl individuell als auch kollektiv eigentlich danach streben,
möglichst viel Energie zu erhalten, zum Beispiel Nahrung, ja, bei möglichst wenig Einsatz. Das ist eigentlich ein Überlebensprinzip. Ja. Und ich glaube, wenn man die Geschichte der Menschheit sich anschaut, soweit ich die verstehe, habe gerade ein Buch gelesen von Robert Kelly, hat den tollen Titel, warum es ganz normal ist, dass die Welt untergeht. Und der zeichnet so ein bisschen nach, wie wir uns als sozusagen von den Primaten her entwickelt haben. Und ich glaube, es ist wirklich so, schon bei der Frage, warum sind die Primaten von den Bäumen heruntergeklettert? Und die Erklärung lautet meistens, weil ihr Energieniveau sozusagen, und das heißt eigentlich erstmal ihre Nahrungaufnahme, irgendwann, die mussten immer mehr Energie investieren, weil die Bäume knapp wurden. Und weil sich auch die Vegetation veränderten und haben dann irgendwann festgestellt, um den Energiebedarf zu decken, ist es eigentlich klüger, auf den Boden zu gehen, da geht es leichter. Ne? Und so kann man dann, so sind Ackerbau und Viehzucht und andere Sachen entstanden, finde ich jedenfalls ziemlich plausibel, jedenfalls auch so. Also man sucht danach, mit weniger Aufwand das Gleiche, also den Bedarf zu decken oder bei dem gleichen Aufwand einen höheren Output zu erhalten. Und ehrlich gesagt machen wir das doch auch individuell im Leben so. Normalerweise nimmt man nicht den schwierigeren Weg, um ein Ziel zu erreichen, sondern immer der, bei dem man bei wenigerem Einsatz was kriegt. Und warum mich das fasziniert ist, weil ich finde, diese Gesellschaft macht erstaunlicherweise das Gegenteil. Eine moderne Gesellschaft, das ist ja meine soziologische These seit langem, kann das Bestehende, also sagen wir mal das Bestehende, nur durch permanente Steigerung erhalten. Ja, auch im Blick auf Energie. Ja, wir verbrauchen jedes Jahr mehr Energie, nur um die bestehenden Infrastrukturen zu erhalten. Die Arbeitsplätze, das Gesundheitssystem, die Kulturinstitutionen, das Rentensystem und so weiter. Wir haben die Gesellschaft so angelegt, dass wir jedes Jahr mehr Energie aufwenden müssen. Und mehr Energie aufwenden, das ist physische Energie. Also meistens war sie bisher kohlenstoffbasiert. Es ist aber auch psychische Energie. Ich glaube, daher kommt sozusagen die Burnout-Krise. Und andere Sachen, es ist auch politische Energie. Wir brauchen jedes Jahr mehr, um das Bestehende zu erhalten. Und ich würde sagen, das scheint mir eine historische Anomalie zu sein, die ein erster Hinweis darauf gibt, dass vielleicht nicht alles normal ist. Ich will aber, bevor ich zu der Sache mit dem Normalzustand zurückkehre, muss ich mal einen Blick auf die Uhr werfen, noch eine Sache, ein Gedanke, der mir vorhin gekommen ist, der Gedanke kam mir vorgestern. Aber ich finde, der passt zu dem, was wir vorhin diskutiert haben, die Sache mit der Impfpflicht nochmal. Weil ich finde es auch schwierig, wie man die begründen könnte und ob man sie begründen sollte und wie man sie balanciert mit Freiheitsfragen und so. Aber wenn man jetzt diese Kriegsmetapher ernst nimmt, die vorhin eingeführt wurde zum Beispiel. Also wenn man irgendwie sagt, es handelt sich ja irgendwie um eine Art von Invasion der Viren und die Gesellschaft versucht sich irgendwie dagegen zur Wehr zu setzen und das ist vergleichbar mit einem Krieg, wenn man denkt, wir haben 100.000 Tote allein in Deutschland, zwei Dutzend Millionen Tote. Vielleicht global, aber jetzt nehmen wir mal eine Gesellschaft. Also eine Gesellschaft wie Deutschland hat 100.000 oder mehr Tote und befindet sich in einer Art von Abwehrkampf gegen ein einströmendes Virus. Dann könnte man doch eigentlich sagen, ich finde eigentlich, dann müsste man sagen, Impfpflicht ist wie Wehrpflicht. Also den Gedanken, den ich an der Stelle habe, ist, warum diskutieren wir das nicht, sowohl in rechtlicher als auch in moralischer Hinsicht unter diesen Gesichtspunkten? Weil die Wehrpflicht ist eben auch die eine Pflicht. Wir haben die jetzt im Moment nicht, aber wir hatten sie. Und ich glaube, wenn es Krieg gäbe, hätten wir sie ruckzuck wieder. Wann immer es Krieg gibt, führt ein Gemeinwesen, wie immer das Gemeinwesen beschaffen ist, in der Regel die Wehrpflicht ein, jedenfalls ein modernes, weil man da eben nicht mehr sagen kann, muss doch jeder für sich selber wissen, ob er in den Krieg zieht oder nicht. Ja? Und da hast du natürlich ein erhebliches Risiko für dein Leben. Ja, also du hast eine super hohe Chance, dass du dabei stirbst. Also was mir scheint, ist, dass man, also wenn man das so, also ich weiß nicht, ich will es nur mal den Gedanken in die Landschaft stellen, ob man das nicht parallelisieren kann, zu sagen kann, Impfpflicht ist eigentlich eine Form von Wehrpflicht. Wir wehren uns gemeinsam gegen das Risiko. Und dann kann man das auch mit ähnlichen Argumenten pro und contra abwehren. Und man könnte auch sowas wie die Testpflicht oder so mit einer Verdunklungspflicht, die es ja im Krieg gab, beschreiben. Und da kann auch nicht jeder Einzelne sagen, aber ich mache das Licht lieber an. Also ist nur ein Gedanke, den ich irgendwie super gerne mal diskutieren wollte, ob das heute hier der richtige Platz ist, weiß ich nicht. Die Frage, die ich eigentlich die ich behandeln soll und auch behandeln will, ist ja eigentlich ist die, ob wir nach der Krise zum alten Normal zurückkehren, ja, oder ob wir was anderes machen. Ja, können wir als Soziologen und Soziologinnen dazu was sagen? Ist ganz schön schwierig. Wir stehen da vor einer Grundfrage, auf die ich glaube, dass es keine ganz eindeutige Antwort gibt, nämlich ob gesellschaftliche Veränderungen, sowas wie ein Pfadwechsel,
aus Krisen hervorgehen oder eher in Boomzeiten. Ja, man kann das auf allen Ebenen durchspielen, auch auf das individuelle Leben. Ändert jemand sein Leben in der Krise oder ändert es, wenn es ihm richtig gut geht eigentlich? Die Antwort ist nicht so klar. Und zwar aus dem Grund nicht, weil man in einer richtigen Krisensituation natürlich versucht, schnellstmöglich wieder auf den alten Pfad zurückzukehren, ja, die Normalität wiederherzustellen. Und man kann auch sagen, so etwas wie die 68er-Revolution, bei den 89er bin ich mir nicht so sicher, aber die 68er ist zum Teil schon aus, eigentlich eher aus Milieus getrieben oder getragen worden und in einer, denen es relativ gut ging. Jedenfalls sage ich jetzt mal, es gibt auch dazu eine Gegenthese, aber ich behaupte es jetzt mal so. Die 68er, das waren eigentlich Studierende sozusagen, die eigentlich saturiert waren. Die konnten sicher sein, dass sie richtig gute Jobs kriegen. Ja, wir waren noch in einer Wirtschaftswunderboom-Situation. Da kannst du dir sowas wie eine Innovation, kulturelle Revolution erlauben. Ja, je härter die Krise wird, und es passt auch zu dem, was Herr Hüther vorhin, glaube ich, angedeutet hat, dass wir nämlich wissen, dass sozusagen in einer Situation der Angst der kognitive und sogar der emotionale oder der sozusagen der empathiefähige Horizont sich verschränkt. Man reagiert konservativ in einer Krisensituation. Man greift zu den Lösungen, die man kennt, da experimentiert man nicht herum und sucht was Neues. Also könnte man erst mal denken, dass die Krise eigentlich eine schlechte Situation ist, um in den gesellschaftlichen Pfad zu wechseln. Ich finde aber, dass man das nicht unbedingt so sehen muss, die Begründung liefere ich gleich nach, will noch einen Punkt sagen, das ist jetzt die Sache mit dem Fazit. Ja. Also ich weiß nicht, wenn wir die Runde auch als Fazit betrachten, dann erlauben Sie mir vielleicht, dass jetzt das, was ich sagen will, nicht ganz kohärent ist, weil ich will noch einen Satz anfügen. Der Gedanke kam mir vorhin bei der Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, nämlich über die Frage, Herr Friedmann hat, glaube ich, gefragt, wie man das eigentlich aushält, ja, die Situation, dass man weiß, dass eigentlich massive, nicht nur Ungerechtigkeiten auf der Welt sind, sondern dass Menschen sterben aufgrund von unserem Handeln. Ja. Und ich finde, da muss man auch sowas wie Frontex oder so natürlich dazu rechnen. Und das hatten Sie ja auch gesagt, was sich im Mittelmeer oder an der Grenze zwischen Belarus und Polen und so abspielt. Und viele andere Sachen, ehrlich gesagt, auch Schweinereien, die wir hinterlassen in Afghanistan oder was wir angerichtet haben in Syrien und in Libyen und anderswo. Wie hält man das eigentlich aus? Und meine besorgte These ist, dass ich fürchte, dass sich da eine Verschiebung zum ganz Schlimmen beobachten lässt. Dass wir natürlich solche moralischen Anomalien, will ich das mal nennen, also empörende Dinge, die gab es auch vorher, die gab es schon lange. Aber wir haben in der Regel darauf versucht zu reagieren entweder mit der Idee, ja, da muss man was machen. Ja, da gab es dann auch Parteien, die sich dafür eingesetzt haben und irgendwie vor allen Dingen linke Kräfte oder so, die was tun wollten. Aber es gab auch oft an der anderen Seite Narrative, die gesagt haben, ja, aber guck mal, der Welthunger geht schon zurück und der internationale Strafgerichtshof und andere Einrichtungen werden dafür sorgen, dass Gerechtigkeit herstellt und wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen in den Herkunftsländern und dann wird es schon besser werden. Das war vielleicht Schönreden oder so, aber ich finde, es gab die moralische Idee, das ist eine Anomalie, was da gerade passiert in Afghanistan oder bei Frontex oder sonst wo. Ja, wir werden die Mittel finden, das zu überwinden. Das ist nur ein vorübergehender Zustand und wir stehen natürlich in der Pflicht. Da war immer viel sich in die Tasche lügen dabei oder so, aber die Idee war, das kann nicht die Dauer sein, das muss besser werden. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass man eigentlich einfach, dass wir zu einer Situation übergehen, in der man Schulterzuckt und sagt, ja, ist schlimm, ich glaube auch nicht, dass es besser wird mit Frontex oder mit Afghanistan oder sonst wo, kann ich nichts machen, ich habe genügend Sorge, ja, meine To-Do-Liste ist voll. Ja, ich glaube, da ändert sich unsere Haltung dazu gerade, ja. Da geht nicht mehr dieser Handlungsimpuls daraus hervor, wir müssen das jetzt ändern, sondern ja, ist halt blöd, ja, Leben ist halt so oder kann ich gerade nichts machen. Ich habe, wie gesagt, man denkt dann, man hat genug zu tun. Ich fürchte, dass es zu einer emotionalen Abstumpfung führt, die wahrscheinlich dann auch sozusagen die Wutpotenziale im eigenen Land vergrößert. Und das sind alles Gründe, warum ich finde, wir sollten nicht zum alten Normal zurückzukehren, weil das alte Normal ein pathologischer Zustand ist. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz, ein paar Minuten habe ich ja noch, darüber nachdenken, was eigentlich das alte Normal ist. Also wie gesagt, ich glaube, es ist normal, dass wir in einer Krisenlage uns danach sehnen, dass die Sachen wieder funktionieren. Übrigens, das ist bei jeder Krise, glaube ich, so. Also die Hauptthese, die ich eigentlich verkaufen will, ist zu sagen, in der Krise selbst versuchst du natürlich, das Feuer zu löschen. Wenn das Haus brennt, denkst du nicht darüber nach, ob du vielleicht ein anderes bauen willst, sondern du versuchst, Feuer zu löschen. Das ist der alte Satz, der immer kommt. Aber das gilt auch für eine Hochwasserkatastrophe. Wenn dir das Hochwasser steigt, dann versuchst du irgendwie Dämme zu bauen und wenn die nicht mehr halten, versuchst du die Leute daraus zu retten. Ist doch irgendwie logisch, du versuchst
möglichst viel Funktionalität wiederherzustellen. Auch wenn du mit dem Auto unterwegs bist und der Motor geht nicht mehr, dann versuchst du diesen irgendwie wieder zum, was weiß ich, mit dem Strumpfband oder sonst wie zum Laufen zu bringen, um das Ziel noch zu erreichen. Oder wenn die Hose reißt, dann nimmst du eine Sicherheitsnadel, um den Riss zu kitten, damit du trotzdem noch durch die Stadt laufen kannst oder so. Aber danach, ja, wenn das Feuer gelöscht ist oder das Hochwasser zurückgeht, dann denkst du darüber nach, ob du, oder was weiß ich, du am Ziel angekommen bist, ob du nicht vielleicht ein anderes Auto nehmen willst, als das neu zu bauen, ja, oder ob du überhaupt ein Auto brauchst, oder ob du das Haus wieder so nah am Bach aufbaust, wo es das Hochwasser gefressen hat oder nicht. Deshalb würde ich eigentlich sagen wollen, ich glaube, man darf nicht fragen, ist es in der Krise oder ist es in der Boomzeit, sondern man muss auf möglicherweise verschiedene Krisentypen unterscheiden, aber vor allen Dingen auf die Phase schauen und die These, weil ich hatte, ich würde sagen, unvorsichtigerweise und inzwischen würde ich das auch revidieren. Ich war relativ optimistisch schon am Anfang zu sagen, okay, ich halte das alte Normal für eine Pathologie. Jetzt haben wir die Chance, da rauszukommen. Jetzt würde ich sagen, und natürlich hat sich dann ziemlich schnell abgezeichnet, nein, eigentlich tun wir alles, um zum alten Normal zurückzukehren. Und jetzt würde ich sagen, ja, vielleicht ist es auch normal und richtig. Ja, erstmal natürlich die Pandemie bekämpfen, so weit wie möglich. Ja, erstmal gucken, dass wir wieder funktionieren. Und dazu gehört, ja, also ich sage gleich, was dazu gehört, aber danach sollten wir sozusagen, vielleicht schaffen wir es, gesellschaftlichen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, was war denn das gerade? Ja, was haben wir gerade erlebt? Ja, und was wollen wir sozusagen, können wir daraus Lehren ziehen und welche und was können wir wieder herstellen? Also bei der Frage, was für ein Normal wollen wir wieder herstellen, da will ich jetzt erstmal sagen, da gibt es diese funktionale Ebene. Ja, das ist wie irgendwie den Riss in der Hose kitten oder so. Natürlich wünschen sich Leute, Herr Hüther hat es gerade gesagt, dass sie wieder Kontakt haben können. Ich glaube übrigens zum Teil, und das hatten Sie auch gesagt, zum Teil wünschen wir uns das gar nicht. Ja, wir merken nur, wir sind abgespannt, wir sind irgendwie, ich glaube, das ist ein verbreitetes Gefühl. Ja, Sie haben es Lethargie genannt, Apathie, vielleicht auch eine gewisse Wut. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist es gar nicht Wut. Also was ich sagen will, ist, dass ich glaube, die Sehnsucht nach Gemeinschaft nimmt ab, je weniger lange man sie hat. Na, wenn Sie lange nicht mehr im Theater waren, dann nimmt die Sehnsucht nach dem Theater ab und nicht zu. Das scheint mir eine wichtige Einsicht zu sein, für die es gute Gründe gibt. Das gilt für alle soziale Interaktion, dichte soziale Interaktion, auch sozusagen ungeplante Interaktion, wenn man die nicht hat, weil man in quasi Lockdown lebt, den wir uns ja jetzt wieder annähern, ja, dann nimmt dieser Wunsch danach ab und nicht zu. Erst wenn du wieder hingehst ins Theater, stellst du plötzlich fest, was dir die ganze Zeit gefehlt hat oder so. Aber trotzdem, es gibt die Sehnsucht, dass wir wieder in Urlaub fahren können, dass wir wieder Menschen umarmen dürfen, dass wir wieder in die Sport oder dass wir wieder im Chor singen dürfen oder so etwas. Das ist irgendwie klar. Das ist erst einmal die Hoffnung, dass wir das wieder herstellen können. Und auf der kollektiven Ebene ist es natürlich auch die Politik in eine ähnliche Situation. Politik versucht, dass die Wirtschaft wieder funktioniert. Auch der Einzelhandel und was weiß ich, die Tourismus Branche und tausend andere, dass die Kulturbetriebe wieder offen sein können und so weiter und dass wir auf den Wachstumspfad zurückkehren können. Ja, das ist irgendwie die Situation, in der wir jetzt gerade sind. Aber wie sieht denn auf beiden Ebenen das alte Normal aus? Sie kennen mal, vielleicht kennen Sie es auch nicht, aber also man kann das ganz schnell darstellen. Auf der individuellen Ebene behaupte ich, das alte Leben ist eigentlich eines, das im Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus geführt wird, nämlich in einem Hamsterrad, das sich immer schneller dreht, wo viele Leute auch sagen, und ehrlich gesagt, ich habe beobachtet im Sommer wenigstens, als es so aussah, als würde die Pandemie jetzt zu Ende gehen, dass durchaus das mit gemischten Gefühlen wahrgenommen wurde. Warum? Weil Leute gedacht haben, na, eigentlich zurückzukehren in den alten Wahnsinn ist gar nicht so wahnsinnig attraktiv. Und vor allen Dingen, das würde irgendwie heißen, alles das, was wir jetzt ziemlich lange nicht machen könnten, können wir da wieder machen. Plus die Sachen, die wir jetzt neu angefangen hatten im Frühjahr. Ja, da kam durchaus neue lokale Hobbys oder so mit hinzu. Das heißt, ich habe das Alte und das Neue gleichzeitig. Plus ich muss alles aufholen, was 2 Jahre lang liegen blieb. Ja. Da, finde ich, sieht man irgendwie, warum diese Art von Rückkehr in Normalitätszustand einigermaßen pervers wenigstens sein könnte. Und auf der kollektiven Ebene haben wir eigentlich die gleichen Probleme, die kennen Sie alle. Ja, nicht nur, dass diese Wachstumslogik, die Aufrechterhaltung des Status quo, also der Normalzustand durch Wachstum, durch Beschleunigung, Innovation, das ist meine Definition einer modernen Gesellschaft. Sie kann sich nur dynamisch stabilisieren, sie muss immer zu wachsen, sie muss innovieren und sie muss beschleunigen, um das Bestehende zu erhalten. Und diese Situation war bescheuert, das alte Normale, es ist einfach pathologisch. Warum? Weil wir die
Umwelt zerstören. Es führt, also meine These lautet, es führt zu einem Aggressionsverhältnis auf allen Ebenen. Ja, wir sind aggressiv gegenüber der Natur in der extraktiven, auf der extraktiven Seite, was wir ja alles entnehmen, und auf der sozusagen Emissionsseite, wo wir sie vergiften. Und wir sind aber auch aggressiv auf der politischen Ebene, weil in einem Hamsterrad, in dem die To-Do-Liste unbarmherzig wächst und der Zeithorizonte immer enger werden, ist jeder, der anderer Meinung ist, ja, der anders ist, sagen wir mal, der anderer Meinung ist, der was anderes will als man selber, ein Hindernis, das man möglichst schnell aus dem Weg schafft. Und ist die politische Kulturforschung zeigt ziemlich deutlich, dass die Wahrnehmung des politisch Andersdenkenden nicht irgendwie als Diskursgegner, sondern als Idiot, den man dann möglichst schnell loswerden oder still machen sollte, dass die massiv steigt. Ja, wir können solche Prozesse immer zuerst in den USA, dann aber auch anderswo beobachten. Liberale würden Demokraten am liebsten Liberale würden Republikaner am liebsten umbringen und umgekehrt. Und ähnlich war es in England mit Brexit-Befürwortern und Remainern und bei uns jetzt zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern. Ja. Man nimmt den Andersdenkenden, Andersglaubenden, Anderslebenden, Andersliebenden als Todfeind war, den man still machen muss. Deshalb lautet meine These, das alte Normal bedeutet ein Aggressionsverhältnis zur Natur auf der politischen Ebene und auf der individuellen Ebene. Die Kurzformel lautet Burnout sozusagen, ist der Preis des permanenten Zwanges zur Beschleunigung und mehr Energie einzusetzen. Das Grundproblem ist, dass dieses Einsetzen von mehr Energie nicht mehr einem Fortschritt dient, nämlich dem Erreichen einer irgendwie besseren Gesellschaft. Das ist das, was ich vorhin eingangs meinte, mit der Hoffnung, dass wir das irgendwann überwinden, sondern nur der Aufrechterhaltung der bestehenden Situation. Also schnell laufen, glaube ich, gehört zum Menschen, sogar zum gelingenden Leben dazu, auch sich anstrengen. Aber nur, wenn es eine Ziellinie oder einen Zielhorizont gibt. Wenn es aber sozusagen kein Ziel gibt, auf das wir zulaufen, sondern nur der Abgrund von hinten, ökonomischer und anderer Art, dann ist es problematisch. Und letzter Satz dazu. Es gab ja auch, selbst wenn man mal davon absieht, dass das alte Normal zu Problemen auf allen drei Ebenen führt, ökologisch, politisch, individuell, war es auch ökonomisch immer schwieriger, noch Wachstum zu erzielen. Deshalb haben wir ja Nullzinsen, wir haben jetzt schon Negativzinsen. Ja, eigentlich ist das eine kapitalistische Anomalie und die Finanzmärkte sind vollständig unkontrollierbar geworden. Eigentlich haben, die Zeit hat das mal zu einem Titelschlagzeile gemacht, die Ökonomen zittern eigentlich noch mehr vor dem nächsten ökonomischen Crash als vor dem ökologischen Crash, weil diese Form des Wirtschaftens auch nicht mehr lange hält. Also kurz und gut, dieses alte Normal ist nicht vernünftig. Wir sollten daraus herauskommen. Und ich glaube, deshalb müssen wir die Krisensituation anders interpretieren. Nicht so als die, dass es darum geht, wieder den alten Normalzustand herzustellen. Und wir sollten, glaube ich, erkennen, dass ein Zeitpunkt, in dem die alten Interaktionsketten gerissen sind und die Routinen nicht mehr funktionieren, ja, auch ein Zeitpunkt sein kann, um aus dem Konservatismus auszubrechen. Denn wenn die alten Lösungen sowieso nicht mehr funktionieren, dann ist der Zeitpunkt gekommen, da umzusteuern. Und ich habe eine gewisse Hoffnung, dass wir das hinkriegen können, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir durchaus politisch handlungsfähig sind. Ja, dass man nämlich das Hamsterrad anhalten konnte, das hat nicht das Virus getan, das haben wir mit politischem Handeln getan. Ich behaupte immer noch, da ist mein Optimismus geblieben, dass das eine Form politischer Selbstwirksamkeitserfahrung ist. Wir sind in der Lage, gemeinsam politisch zu handeln und die großen Logiken der dynamischen Stabilisierung erstmal anzuhalten und zum Teil ja auch umzusteuern. Es gab plötzlich sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen in einigen Gegenden der Welt, wenn auch nur für bestimmte Zeit, aber plötzlich war Geld da für alle möglichen Menschen. Es gab die politische Steuerung von Forschungsprogrammen, sogar von Wirtschaftsprogrammen. Warum sollten wir diese Einsicht, dass wir politisch handlungsfähig sind, ich würde sagen, gegen die Systemtheorie, nicht nutzen können, um tatsächlich eine gesellschaftliche und vielleicht globale Umsteuerung zu erreichen, so schwer das ist, daraus eine Art von Hoffnung oder eine Art von Impuls zum Handeln zu ziehen, wäre meiner Ansicht nach eine Schlussfolgerung, die hilfreich und nützlich wäre. Dazu gibt es noch ganz viel zu sagen, aber das wollen wir jetzt alles in der Diskussion nachfühlen. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Ja. So, dann machen wir mal gleich weiter, bitte. Ich würde gerne Herrn Hüther wieder dazu nehmen. Da sind Sie, wunderbar. Ich will nochmal, weil auch Sie das aufgegriffen haben, diese Energie ein bisschen reflektieren und miteinander diskutieren. Wir erleben ja, wenn ich das richtig verstehe und auf Corona und unsere Zeit jetzt nochmal zurückkomme, wir erleben ja eine in Anführungsstrichen überraschende Störung
die gleichzeitig auch eine existenzielle Kränkung ist. Also sie zeigt uns die Verletzbarkeit, die in unserer Gesellschaft kulturell jedenfalls und kulturwissenschaftlich eher verdrängt ist. Und haben große Schwierigkeiten, damit umzugehen. Ich fand Ihre Typologien ganz interessant, die Sie gebracht haben. Also die einen, die mit ihren Autoritäten gute Erfahrungen gemacht haben, jetzt nehme ich mal die Hirnforschung in die Psychotherapie hinein, die folgen dann, wem auch immer sie gerade folgen, und dann merken sie, oh, indem sie sich nach Hause zurückversetzen und die Tür zumachen, stecken sie sich wenigstens nicht an. Das ist schon ein Erfolg, weil sie hören dauernd, andere stecken sich an. Und dann gibt es die anderen, die haben da ganz andere Erfahrungen, und deren Lösungsansatz ist, ich widerspreche. Und mit diesem Lösungsansatz, ich widerspreche, triggert das Hirn, sie korrigieren mich gleich, das hast du gut gemacht. Und wenn man das noch ein Stück weiter denkt, dann benutzen sie ihre Sündenböcke, die sie sowieso immer benutzt haben. Das sind die Eliten, das sind die Juden, das ist das Meerschweinchen, wen auch immer. Und wenn sie das triggern, fühlen sie sich dann auch wieder relativ wohl und haben mit diesem Lösungskonzept jedenfalls subjektiv das Gefühl, sie können diese Störung in den Griff bekommen, bewältigen, und das alleine führt dann wieder dazu, dass der Energieaufwand im Verhältnis zu diesem jetzigen Zustand, ich habe das irgendwie doch im Griff, das scheint dann doch immer noch wichtig zu sein. Jedenfalls mein Leben ist nicht ohne, dass ich es irgendwie im Griff habe, weder individuell noch kollektiv, überlebensfähig. Ist das jetzt noch mal so skizziert, dass wir von dieser Skizze ausgehen können und die Konstruktion unseres Gehirns verwenden, um dann unser Gehirn, unser Dreiergehirn so anzustrengen, dass wir dann uns die Fragen noch mal vertieft stellen, Herr Hüther? Ja, das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Ja, es wird alles auf einmal viel durchsichtiger und auch verständlicher, wenn wir den Andersdenkenden nicht als einen Feind betrachten, der nicht alle Tassen im Schrank hat, sondern wenn man fragt, was ist denn das für eine sonderbare Lösung, die der da gefunden hat? Und diese Lösung hilft ihm ja, in seinem Hirn wieder Kohärenz herzustellen. Und da kann man 100-mal objektiv kommen und kann ihm erklären, das ist anders und so ist es nicht, wie du das sagst. Für den ist das die richtige Lösung. Und wenn wir das nicht berücksichtigen, dann argumentieren wir in einer Weise, wo wir ihn dann ins Abseits stellen. Dann wird er sozusagen von uns noch diskreditiert, mit dem Ergebnis, dass der noch härter bei seiner Lösung bleibt, weil er ja recht hat, weil aus seiner Perspektive hat er recht. Das macht die ganze Situation sehr schwierig, und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft damit leben lernen, dass wir erkennen, dass Menschen unterschiedliche Lösungen finden. So, das ist erstmal das eine, aber das eigentlich Wichtige und Interessante ist ja, was bringt denn die Menschen dazu, solche ungünstigen Lösungen zu finden? Und ein Leben zu führen, was ständig darauf ausgerichtet ist, die Erwartungen anderer zu erfüllen und am Ende in einem Hamsterrad zu landen. Und die Antwort darauf heißt, das ist die Lösung, die die Menschen gefunden haben, weil lebendige Grundbedürfnisse, die sie eigentlich haben, und da gibt es nur diese beiden, das Bedürfnis nach Verbundenheit einerseits und das Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit andererseits, weil diese lebendigen Bedürfnisse oft schon von Kindesbeinen nicht gestillt werden konnten. So, und dann müssen Lösungen her. Und die Lösungen können heißen, ich unterdrücke mein Bedürfnis nach Verbundenheit und werde ein Einzelgänger. Ich unterdrücke mein Bedürfnis nach Gestaltungslust und werde jemand, der die Schule verlässt und null Bock aufs Lernen und auch später aufs Arbeiten hat. Das sind dann alles ungünstige Lösungen. Und die machen uns ganz gesamtgesellschaftlich dann sehr zu schaffen. Und was ich noch andeuten wollte, ist eben, dass auch eine ganze Gesellschaft sich bei der Suche nach Lösungen verrennen kann. Und das hat der Herr Rosa eben schön herausgearbeitet. Das kann keine Lösung sein, dass wir alles immer schneller, weiter und höher machen wollen, dass wir ständig einen Zustand erreichen wollen, in dem immer mehr Wachstum generiert wird in einer begrenzten Welt. Das müsste eigentlich jeder ahnen, dass das nicht gehen kann. Aber das war unsere Lösung bisher. Und es ist eben sehr, sehr schwer, Menschen von einmal gefundenen Lösungen abzubringen, weil sie sich ja oftmals durch ihre gesamte Lebensführung, sozusagen, die haben diese Lösungen internalisiert. Diese Lösung ist dann Teil von ihnen selbst geworden. Die wehren sich mit Händen und Füßen gegen jede Art von Argumentation und bleiben bei ihrer Lösung.
Also ich finde, wenn wir mal noch eine Sekunde da bleiben, vielleicht müssen wir das nochmal anders betrachten, weil ich finde, wir haben es ja schon mit einer sehr eigentümlichen Verkehrung zu tun, die mich auch ein bisschen verblüfft, dass wir ja normalerweise, also die ganze Moderne beruht doch eigentlich darauf, eigentlich auf den Grundideen der Skepsis und des Widerspruchs und gerade der wissenschaftliche Fortschritt, ne, dass man eben eine wissenschaftliche Lehrmeinung auch in Frage stellen darf, sondern dass man sie sogar in Frage stellen sollte und immer mit der Fehlbarkeit rechnet, ist doch gerade die Errungenschaft der Wissenschaft gewesen. Und das gilt auch für die Politik. Also ich meine, ich habe mich selber immer auf die Basta, über den Basta-Kanzler oder die Tina-Premierministerin aufgeregt, also Tina für There is no alternative, ne, weil mit dem Argument, es gibt immer die Möglichkeit, Dinge auch anders zu sehen, ja, einfach zu sagen, das ist richtig und wer das Richtige in Frage stellt, ist irgendwie ein Verschwörungstheoretiker oder so, war bisher nie eine gute Idee. Eigentlich würde ich sagen, das wäre die falsche Lösung. Das Problem scheint mir jetzt zu sein, dass wir diese Erfahrung, dass Widerspruch und Skepsis immer oder häufig, ich sage jetzt mal immer, berechtigt sind, dass diese Lösung jetzt auf das gegenwärtige Problem offensichtlich die falsche ist. Ja, also müssen wir wahrscheinlich das Problem anders formulieren. Ich glaube, der Punkt wäre doch dann, dass wir dieses Problem als ein anderes Problem erkennen. Ja, als ein und das finde ich ehrlich gesagt auch, also ich habe das letzte Woche oder vor zwei Wochen mit meinen Kollegen diskutiert, die irgendwie meinten, also wir waren alle tendenziell für eine Impfpflicht oder für sowas Ähnliches. Ja, also von mir aus kann man so über eine Impfsteuer oder so machen, aber irgendwie, das scheint ja irgendwie fast Konsens zu sein, wenigstens unter Intellektuellen. Ja. Man muss sich jetzt verdammt nochmal impfen lassen. Ja, aber komischerweise waren meine sonst hyperskeptischen Kollegen und Kolleginnen der Auffassung, dass es, weil es die wissenschaftliche Einsicht ist, wir sozusagen so handeln müssen. Und ich glaube, vielleicht sollte man das nicht so begründen. Ja, weil Wissenschaft kann sich irren. Ja, vielleicht ist es sogar wirklich so. Also hoffentlich werde ich jetzt nicht hinterher, das ist ja heutzutage gefährlich, aber ich finde, ich glaube, ich kann nicht mit 100%iger Sicherheit ausschließen, dass nicht tatsächlich wir in 40 Jahren denken, vielleicht hätten wir besser damals nicht die Impfung empfunden. Das kann ja sein, finde ich. Und deshalb würde ich sagen, wir sollten trotzdem sowas wie die Impfpflicht oder jedenfalls einen sehr hohen Impfdruck durchhalten, weil es uns im Moment in einer Drangsituation die beste Lösung erscheint. Ja, dieses Gemeinwesen wehrt sich gegen einen Virus und wir tun das mit begrenzten Mitteln. Wir haben nicht die Wahrheit per se. Aber in dieser Problemlage scheint es uns das Vernünftigste, das jetzt zu tun. Und daraus geht meiner Ansicht nach dann auch wirklich eine Art von Verbindlichkeitsanspruch einher, wie beim Krieg, wo eben du nicht sagen kannst, aber ich verdunkle mein Fenster nicht, finde ich. Herr Hüther. Ja, das ist prinzipiell richtig. Es ist eben nur so, dass wenn Sie mit solchen Menschen reden, die da eine andere Vorstellung haben, dass die bezweifeln, dass das Haus brennt. Ja. Aber ich würde das gerne aufgreifen, wenn ich das darf. Also der Gedanke, der ist mir klar und wir kennen alle die Begriffe der Verdrängung und das ist alles klar. Trotzdem will ich das, was Sie gerade gesagt haben, noch ein bisschen verstärken. Also Aufklärung, Evolution, Fortschritt, wie auch immer die Begriffe heißen. Eins ist damit gemeint, ich stehe vor einer neuen Situation und ich muss damit umgehen. Und jetzt behaupte ich nicht nur, weil mein Vater oder mein Großvater, den ich leider nicht kannte, weil die Nazis ihn umgebracht haben, hat mir Lösungen angeboten, die ich dann im Ergebnis als ganz gut fand. Und deswegen sagt mir das Herr Scholz oder Frau Merkel und jetzt mache ich das auch. Sondern weil ich in der Lage bin, als Mensch, auch wenn mich das anstrengt, zu begreifen, die Anstrengung, die ich jetzt anwenden muss, die Energie, die ich jetzt aufwenden muss, um mich mit der Situation zu beschäftigen und einem Lösungsansatz zu folgen, im Sinne, dass ich ihn durchdenke, dass ich meine Zweifel habe, aber mit all den Zweifeln zum Ergebnis komme, so überlebe ich besser. Und das ist mir schon wichtig, das so zu formulieren, so überlebe ich besser, dass ich dann unter Umständen als Mensch doch in der Lage bin, auch wenn ich bisher lösungskonditioniert in Richtung 1 war, mich auf etwas einzulassen. Ist das, was ich jetzt formuliere, eine Amateurbeschreibung oder würde sie auch in der Hirnforschung eine Chance haben? Lieber Herr Friedmann, mich hat es eben rausgeworfen und zwar deshalb, weil die Akustik nicht mehr gestimmt hat und jetzt habe ich mich neu eingewählt und habe deshalb Ihre Frage nicht verstanden. Gut, das ist jetzt ein Energieschock für mich. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen.
Ich versuche zu verstärken, was Hartmut Rosa gerade gesagt hat. Ja, wir haben gelernt zu verdrängen, wir haben gelernt zu konditionieren, wir wollen uns eigentlich nicht verändern nach dem Motto, das, was ich kenne, das ist das, womit ich umgehe. Und trotzdem stehen Menschen immer wieder, und das ist ja auch, wenn Sie so wollen, Evolution, Aufklärung, jetzt kann das auch nur der Glaube sein, wir sind in der Lage, auch in einer ganz bestimmten Situation, erst recht, wenn es darum geht, dass man das Leben schützt, durch Energieaufwendung einen Lernprozess zu schaffen, indem ich mich von einem bisherigen Lösungsmodell verabschiede, weil ich im Rahmen meines unbewussten Energiehaushaltes und Haushalten ahne, das Überleben mit diesem Energieschub führt zu einem neuen Ersparen von Energie, weil danach das Leiden weg ist oder die Angst vor dem Tod weg ist. Also dieses Umschalten können, würde ich daran nicht glauben, müsste ich doch verzweifeln und sagen, das sage ich jetzt auch mit meiner Biografie, ich werde niemals als Jude erleben, dass jemand, der Vorurteile hat, diese Vorurteile überwindet. Meine nicht empirische persönliche Erfahrung würde dem leider auch zustimmen, aber meine Hoffnung in mir, dass der Mensch ein lernendes Wesen ist, auch ein Mensch mit diesem Energiehaushalt, will nicht aufgeben. Bin ich naiv oder gibt es da eine berechtigte Hoffnung, Herr Hüther? Nein, Sie berühren da genau den Punkt, wo es anfängt, menschlich zu werden. Das, was wir hier besprechen, gilt ja auch für Krokodile. Die machen das auch so. Die versuchen auch kurzzeitig eine Lösung zu finden, damit die Unruhe in ihrem Hirn, die beispielsweise durch Hunger oder durch eine Bedrohung entsteht, erstmal wieder aufhört. Wir Menschen sind in der Lage, einen Zustand, den wir als bedrohlich empfinden und der so ein Durcheinander im Hirn erzeugt, langfristig zu beurteilen. Und wir können deshalb zu der Entscheidung kommen, dass wir eine kurzfristige, wie eine Lösung aussehende Antwort nicht einschlagen, sondern dass wir uns um etwas bemühen, was hinter dieser Lösung als fernes, kohärenzstiftendes Ziel liegt. Das heißt, wir folgen einer Vorstellung, die heißt, der Mensch ist gut, oder ich bin jemand, der aufpasst, dass er seine eigene Würde nicht verletzt oder was immer diese Ziele sein mögen. Das sind ja eigentlich innere Anliegen, die man dann im Laufe seines Lebens verfolgt. Und wenn man so etwas hat, ist man bereit, vorübergehenden Unbill auf sich zu nehmen. Das macht ja jeder Medizinstudent, der da durch sein Grundstudium durch muss und von einer Prüfung zur nächsten muss. Das hält er doch nur durch, weil er sich die ganze Zeit sagt, es gibt ein höheres Ziel für mich, und das ist viel kohärenzstiftender als das, was ich im Augenblick alles erlebe. Deshalb können wir Menschen vorübergehende Phasen in Kauf nehmen, in denen es nicht so ist, wie es ist, weil wir wissen, dass wir an etwas arbeiten, was dazu führt, dass es so wird, wie es sein soll. So, das ist jetzt die schöne Antwort. Im Volksmund heißt das, was die meisten Menschen machen, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Vielleicht darf ich und dann wird der Spatz in der Hand gefangen und die Taube auf dem Dach ist dann eben zu weit weg. Und das macht uns eigentlich zu spirituellen Wesen, nämlich dass wir eine Vorstellung davon entwickeln können, wie ein besseres Leben langfristig gestaltet werden könnte, sodass wir dann nicht auf die kurzfristigen Versuchungen hereinfallen, die uns diese Welt anbietet. Und hier glaube ich, ist vor allen Dingen ein Denken in Wirtschaftsterminologien sehr ungünstig, weil die Wirtschaft immer die kurzfristigen Lösungen braucht, um Profite zu erzielen. Denen ist das vollkommen wurscht, ob das langfristig schlecht ist, was sie da machen. Kurzfristig erhöhen sie ihren Gewinn. Und man könnte sagen, dass die haben kein gemeinsames Anliegen, was über ihre Gewinnmaximierungsabsichten hinausreicht. So, und da kommen wir jetzt nach Europa und stellen dann fest oder müssen die Frage stellen, haben wir denn eigentlich hier in Europa ein gemeinsames Anliegen, was uns alle gemeinsam trägt? Und so geht es dann weiter. Haben wir als Menschheit auf diesem Planeten überhaupt so etwas wie ein gemeinsames Anliegen, was uns hilft, vorübergehende schwierige Situationen auch erstmal in Kauf zu nehmen, weil wir wissen, dass wenn wir das lösen, wir irgendwo ankommen, wo dann ein Zustand von Kohärenz wieder möglich wird.
Vielleicht kann man da, also die Frage, die Sie hatten, gibt es bei uns nicht auch sowas, dass ich praktisch von eingefahrenen Lösungen abweiche durch sowas wie Aufklärung, ja, durch Argumente, die mir begegnen? Und da denke ich schon, also Jürgen Habermas hat ja mal versucht zu beschreiben, die motivierende Kraft von Gründen. Ja, und da würde ich sagen, also Gründe, Einsicht, Erkenntnis kann ja selber sowas wie eine energetische Infusion sein, die zu einer Unordnung in meinem Zustand führt, dass ich nämlich feststelle, was ich bisher gemacht habe, passt nicht mehr zu dem, was ich erkenne oder höre oder sehe. Ich glaube nur, dass es sozusagen nicht immer die rationalen Gründe per se sind. Das weiß man aus der sozialpsychologischen Forschung auch ziemlich gut, die dann manchmal sehr deprimierende Befunde hat, dass man nämlich nur zu 1,5% der Fälle, glaube ich, oder der Menschen lassen sich wirklich von Argumenten überzeugen. Es sind auch andere Dinge, von denen wir uns überzeugen lassen. Narrationen zum Beispiel, eine neue Geschichte. Sie haben gerade so ein Anliegen ins Spiel gebracht. Die Formulierung von gemeinsamen Anliegen ist vermutlich da ganz wichtig, um den Gründen, also der Einsicht oder der Aufklärung, dann diese Kraft auch zu geben. Aber ich glaube, vielleicht wissen wir noch nicht genügend darüber, welche Rolle da eben Gemeinschaften spielen. Aber Ihre Kompetenz nochmal in der Soziologie aufgreifen. Also eine der Gründe ist die Sehnsucht des Menschen, jetzt nicht nur in der Corona-Krise, sondern insgesamt auch in Wir-Gruppen sich wiederzufinden. Ja. Dazu kann der eine oder die andere stehen, wie man will. Und jetzt nehmen wir mal das, was Herr Hüther uns gerade beschrieben haben und kombinieren das mit Wir-Gruppen. Wenn ein Lösungskonzept, also ein Energievermeidungskonzept, darin besteht, dass ich seit Jahren gelernt habe, die Eliten sind sowieso schuld an alles. Und jetzt kommt Corona. Dann ist die Geschichte, die ich mir miterzähle, auch emotional, ich bin auf der richtigen Seite, dort, wo meine Peer Group ist. Und dann die individuelle Verbohrung gegen das Argument, etwas zu schaffen, wird ja emotional nochmal verhindert und durchgetriggert, weil die Gruppe, der ich angehöre, mich ja immer wieder bestätigt, weil ich jetzt gegen die Impfpflicht demonstriere. Ja, aber ich glaube, wenn ich sagen darf, Herr Hüther weiß es vielleicht besser, aber ich glaube, Lebewesen sind natürlich nur, also Lebewesen als Einzelne und als Organismen oder als Gruppen sind, glaube ich, nur dann auf Dauer resilient, würden wir heute sagen, wenn sie umweltoffen und sensibel bleiben. Ja, also wenn sie sich sozusagen dermaßen abschließen, dass sie sowieso immer das Gleiche machen, dann verlieren sie ihre Resonanzfähigkeit. Resonanz heißt für mich Hören und Antworten. Das heißt, auf eine wechselnde Situation außen kannst du nicht immer mit der gleichen Lösung operieren. Das ist diese alte Geschichte, wenn du nur einen Hammer als Werkzeug hast, aber das ist deine Lösung sozusagen, hau drauf, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Aber irgendwann machst du die Erfahrung, oh, wenn ich da, was weiß ich, auf das kleine Tier mit dem Hammer draufhaue, habe ich nicht das Problem gelöst, sondern es getötet. Und da besteht sozusagen individuelle wie kollektive Resonanzfähigkeit oder Resilienz in Lernfähigkeit, in Beobachtung der Umwelt und der Erkenntnis, dass manchmal es gefährlich sein kann, einfach zu tun, was die Peer Group macht. Ich muss das auf Corona zurückspiegeln. Das Beispiel mit dem Hammer nehmen wir noch mal eigentlich auf. Also wir haben ja auch noch, das will ich Ihnen doch als Gedanken mitgeben, dass Sie uns da ein bisschen weiterhelfen. Wir haben ja auch ein Problem, auch mit diesem Lösen von Zeit und Raum. Also ein Thema, das mich jetzt unmittelbar betrifft oder ein Thema, das mich über Jahre betrifft. Ein Thema, das mich betrifft, in dem Fall jetzt, weil ich hier in Frankfurt bin oder in Nairobi. Dasselbe Problem, aber in Nairobi. Wie schaffen wir denn die Synchronisierung, gerade bei so einem Thema wie Corona, noch dazu nicht sichtbar, nicht riechbar? Also wo ist eigentlich wirklich das Problem? Ach so, du wirst krank, aber ich werde ja nicht krank. Wie schafft man es als Konzept, eine Synchronisierung dieser schweren, auch für das Hirn sehr schweren Vorstellungsfragen? Also es ist etwas Globales, das ist ja schon mal so eine Aussage, es ist global. Dann wann wird es konkret, jemand wird krank, den ich kenne? Wie gibt es Lösungsmöglichkeiten, wissen wir alle noch nicht, alle reden irgendwie durcheinander. Wem kann ich vertrauen? Wie lange, jetzt wieder der Zeitfaktor, wie lange ist diese Krise, vielleicht geht sie von alleine schneller weg, als wenn ich jetzt etwas tue, und dann habe ich es getan und ich bin weg. All diese Fragen in einer sehr aufgeregten, in einer sehr nervösen Gesellschaft, die auch ohne diese Pandemie schon in all diesen Zweifeln, ich nenne das, weil wir in einer Gesellschaft der Zeitenwende seit 10, 20 Jahren uns erleben. Bitte?
würde sagen, seit 200 Jahren. Die Moderne dachte immer, dass sie in einer Umbruchzeit ist. Aber wir erleben ist. Dann ein neues Kapitel in diesen 200 Jahren, auch aufgrund der digitalen Technologie auch. Wie synchronisieren wir das in einem Lösungsmodell, ohne jetzt über Impfen oder nicht Impfen zu reden, indem wir, wie sich hier unser Freund Hartmut Rosa wünscht, das über Gründe oder Argumente jedenfalls rational-kognitive entwickeln lässt und nicht nur über diese emotionale, unbewusste Schiene. Ich würde dann dem lieben Hartmut Rosa antworten, kognitiv geht es nicht, sondern es wird sich ein Mensch nur dann, also erstens, ich kann ja einen anderen Menschen sowieso nicht verändern, der kann sich ja nur selbst ändern. Und damit er sich ändert, müsste er einen guten Grund haben. Das heißt, das, was dann nach der Änderung entsteht für ihn, müsste besser sein, als das, was er im Augenblick hat. Die meisten Menschen leben unter ungünstigen Bedingungen, sind auch nicht glücklich, aber zumindest haben sie die Sicherheit, dass sie dieses Leben bisher überstanden haben. Und wenn sie jetzt aus dem Sumpf herauskrabbeln würden, wüssten sie nicht genau, was für ein scharfer Wind sie da draußen anweht und wo der nächste Abgrund ist. Und deshalb bleiben Menschen häufig im Durchschnitt bei den Lösungen, die sie einmal gefunden haben, selbst dann, wenn sie ihnen überhaupt nicht gut tun. Und jetzt heißt die Frage, wie kann eine Veränderung ermöglicht werden? Und da glaube ich, mit Argument geht das nicht, sondern diese betreffende Person müsste etwas erleben. Das nennt man auf Deutsch Berührung. Sie müsste wieder mit etwas in Kontakt kommen, außerhalb ihrer kognitiven Fähigkeiten, was ihre eigene Lebendigkeit ausmacht. Sie müsste sozusagen erkennen oder spüren, erfühlen, dass sie ein Leben führt, was mit ihren lebendigen Bedürfnissen nicht vereinbar ist. Und dann kriegt sie wieder Kontakt zu ihren lebendigen Bedürfnissen. Die Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten nennen das, man entdeckt sein inneres Kind wieder. Aber es ist natürlich nicht das Kind, sondern es sind diese damals als Kind noch vorhandenen lebendigen Bedürfnisse, die uns ja alle Kinder vorführen. Und indem man Kontakt zu diesen lebendigen Bedürfnissen wieder bekommt, kann es bisweilen passieren, dass die einem so stark und so attraktiv vorkommen, dass man das alte Leben verlässt und ein neues Leben anfängt. So, und da gibt es eben diesen einen Grund, der dazu führen kann, dass Menschen verändern, der heißt Krise, weil es bisweilen eben vorkommt, dass man in einer Krise so katastrophal mit seinen eingefahrenen Bahnen im Hirn, also mit den einmal gefundenen Lösungsmustern, gegen die Wand knallt, dass man dann alles erstmal so tief erschüttert im Innersten, dass man wieder Kontakt zu sich selbst und zu diesen bis dahin unterdrückten lebendigen Bedürfnissen findet. Und dann kann man sich wieder mit diesen Bedürfnissen verbinden. Und dann kann bisweilen ein Mensch, der dann im schweren Burnout als Unternehmer gelandet ist, zu der Erkenntnis kommen, er hängt das alles an den Nagel und wird Bienenzüchter. Das ist dann aber nicht eine Veränderung, das ist eine Verwandlung. Und ich gehe davon aus, dass Menschen sich ohnehin nicht irgendwie in einem Teilbereich verändern können, sondern dass, wenn es einen Menschen tatsächlich an einer Stelle erwischt, dass der, wenn es richtig ernst ist, dass der sich verwandelt. Und die zweite, nur um es zu vervollständigen, die zweite Möglichkeit heißt Sternstunde, das gibt es auch. Man erlebt manchmal eine Situation im Kino oder beim Lesen eines Buches oder in der Begegnung mit einem anderen Menschen, wo es einen förmlich auf die Knie wirft und wo man plötzlich merkt, Mensch, da ist ja noch was, was ich gar nicht mehr lebe. Und das, glaube ich, ist vielen Menschen jetzt in der Pandemie so gegangen, dass die wieder auf sich selbst und ihre lebendigen Bedürfnisse zurückgeworfen worden sind, aber nicht wissen, wie sie die jetzt umsetzen sollen und dann allzu schnell wieder in die alten Muster gehen und sich die alte Normalität zurückwünschen. Das ist verständlich, weil sie wissen ja gar nicht, wie sie dieses andere Leben führen sollen, was sie jetzt schon seit ihrer Kindheit nicht mehr leben. So, ich würde ganz gern erstens darum bitten, wer Fragen hat, auch digital, kann sich gleich noch melden. Ich möchte mit Ihnen, lieber Rosa, nur jetzt das nochmal übersetzen ins Gesellschaftspolitische. Wie transferieren wir das, was wir jetzt diskutiert haben, Ihre beiden auch Ansichten, die wir gehört haben, wie transformiert man das ins Gesellschaftspolitische, wo wir ja auch durch Entscheidungen, durch gesellschaftliche Prozesse ebenfalls Dynamik herstellen wollen und nicht Statik.
Ja, das ist die große Frage. Also mir gehen zwei Sachen im Hinblick auf diese Frage durch den Kopf. Das eine ist zu sagen, also Herr Hüther hat ja gerade auch gesagt, es sind nicht unbedingt die Gründe, die uns da motivieren, sondern es sind irgendwie, also ich würde ihm zustimmen, es ist, also ich nenne das Resonanz, was Sie Berührung nennen. Ich glaube, nur die Resonanz alleine reicht nicht. Ja, es ist, also Resonanz hat für mich mindestens zwei, eigentlich vier, aber ich sage jetzt mal zwei Seiten. Das eine ist, etwas berührt mich, aber das andere ist, ich bin auch in der Lage, darauf zu antworten und mit diesem da draußen eine Verbindung herzustellen. Ich nenne das Selbstwirksamkeit. Und meine These ist, deshalb glaube ich, dass darin eine Antwort auf Ihre Frage liegen kann, wir müssen gesellschaftlich die Erfahrung wiederherstellen, wenn es überhaupt geht, aber es geht vielleicht, man kann auch im Kleinen damit anfangen, dass wir als Handelnde selbstwirksam mit der Welt verbunden sind. Ich glaube, was ich eingangs beschrieben habe, diese mich wirklich fast depressiv stimmende Beobachtung, dass wir jetzt gar nicht mehr die Hoffnung haben, dass die Sache besser wird im Blick auf sagen wir mal Frontex oder so. Das hängt damit zusammen, dass man die Hoffnung aufgibt, selbstwirksam handeln zu können, dass wir daran etwas ändern können, ja, dass wir als Handelnde damit so verbunden sind, dass die Dinge Gestalt annehmen können. Deshalb glaube ich, weil früher dachte ich immer, wenn jemand seine Resonanzfähigkeit einbüßt, und ich glaube, da bin ich ganz nah bei Herr Hüther, das ist sozusagen die Lebendigkeit einbüßt, dann hängt es damit zusammen, dass er oder sie sich von nichts mehr berühren lässt. Inzwischen glaube ich, es hängt mindestens so sehr damit zusammen, dass die Selbstwirksamkeitserfahrung fehlt, dass das, was ich tue, zum Beispiel selbst in Diskussionen, ja, im Moment reden ja überall Impfgegner mit Impfbefürwortern, aber eigentlich haben sie die Hoffnung aufgegeben, dass man da wirklich Dinge in Bewegung bringt. Ja, ich sage dem anderen halt meine Meinung und der sagt mir seine Meinung und das war's dann. Ja. Selbstwirksamkeit ist die Erfahrung, dass wir uns gemeinsam verwandeln können. Hannah Arendt, Natalität, dass daraus Neues entstehen kann, und wir müssen unbedingt Handlungskontexte schaffen, in denen das wieder möglich wird, dass sozusagen Selbstwirksamkeit hervorgeht. Und ich finde, wir hatten eingangs die Energie, wir haben überhaupt die Energiefrage thematisiert, weil die Frage ist für mich auch, wie kann denn eine soziale Bewegung Energie gewinnen? Und jetzt unterstellen wir mal für eine Sekunde, dass Vegetarismus oder Veganismus, jedenfalls ein anderer Umgang mit den Tieren, nicht total blöd ist. Nehmen wir mal an, das ist eigentlich ganz wünschenswert. Nehmen wir das mal an. Ja. Da würde ich nämlich sagen, Gründe gegen die Massentierhaltung gab es schon seit 50 Jahren und die sind auch formuliert worden. Aber irgendwie ist daraus keine Energie hervorgegangen. Ja. Plötzlich gab es diese Bewegung, dieses Gefühl, gerade bei einer jungen Generation, wir können daran was ändern. Ja. Wir können Lebensmittel anders herstellen, wir können was gegen... Und da ist eine riesige, sogar eine Industrie entstanden, wie immer. Ja. Aber sozusagen, es waren nicht neue Gründe, die Gründe gab es die ganze Zeit. Aber dieses Gefühl, wir können ja was bewegen, das ist immer auch ein Kollektives, das da plötzlich in Gang kommt. Also müsste Ihre Frage eigentlich sein, wie können wir diese ganzen Stallmates, ja, diese unüberwindbaren Gegenüberstellungen wieder dynamisieren, wieder in Bewegung bringen? Leider habe ich jetzt die Frage zwar reformuliert, aber keine Antwort darauf geliefert. Daran bin ich leider gewöhnt, aber es ist ja wenigstens ein Anfang. Ich komme noch mal drauf zurück, aber es gab Fragen aus dem Publikum. Bitte stellen Sie doch die Frage, das Mikrofon ist hier. Und stellen Sie sich auch bitte vor. Ja, guten Abend zusammen und vielen Dank, dass ich an dieser Stelle meine Frage einbringen darf. Mein Name ist Naren Youssef, ich bin medizinische Fachangestellte und Studierende der sozialen Arbeit BA. Und ein zentraler Auftrag der sozialen Arbeit ist es, die Menschen zu befähigen. Jetzt könnte ich an dieser Stelle sehr, sehr viele Fragen stellen, aber eine habe ich mir jetzt mal ausgesucht, und zwar: Denken Sie, Herr Rosa und Herr Hüther, denken Sie, dass es unserer Gesellschaft an Bewusstsein der Interdependenz fehlt, der gegenseitigen Wertschätzung, und wenn ja, wie kann ich als angehende Sozialarbeiterin die Menschen, ja, befähigen, da in der Hinsicht bewusster zu werden? Herzlichen Dank für die Frage. Gibt es noch eine Frage im Raum? Haben wir was aus dem digitalen Raum? Nein, nur Leute, die bisher noch keine gestellt haben, wenn es geht. Nein, Entschuldigung, alle, die schon eine gestellt haben, was ist doch schon kurz vor 8, bitte ich um Verständnis. Das ist nicht der Fall, dann gebe ich Ihnen diese Frage direkt erstmal weiter. Fangen Sie an, Herr Rosa. Ja, also vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass die wichtig und auch richtig ist. Also Interdependenz, ja.
Ja, ich glaube, es fehlt uns an dem Bewusstsein. Ich habe versucht, es zu beschreiben, eigentlich mit dem Begriff von Charles Taylor, der nennt es spirituelle Unabhängigkeitserklärung. Ne? Und spirituell, da meint er jetzt nicht irgendwie esoterisch oder metaphysisch oder so, sondern er meint, dass unser Grundgefühl der Existenz ist eins, das versucht, sich so unabhängig wie möglich von allem da draußen zu machen. Ne? Ich glaube, das hängt zusammen mit unserem Autonomieverständnis, ja? Dass ich sozusagen nicht das tue, was die Natur mir vorgibt, sondern sie beherrsche. Ja? Also ich bestimme, wie heiß es hier ist, wie kalt es hier ist und lauter solche Sachen. Und das gilt auch für die Geschichte. Ich lasse mir nicht von der Geschichte vorgeben, wie ich leben will und auch nicht von den anderen Menschen. Das ist dieses, und da ist auch nicht alles falsch dran, aber ich glaube, die Moderne lebt von diesem Impuls, ich würde sagen, der Selbstbestimmung oder von mir aus der Selbstgesetzgebung, nämlich, dass ich selber entscheiden, machen, gestalten kann. Und dabei übersehen wir sozusagen unsere Abhängigkeit. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das Bewusstsein nennen würde, weil wir wissen natürlich, dass wir sind abhängiger denn je in unserem Handeln, ja, von allen möglichen anderen. Ja, wir kennen, also nur damit es warm wird in der Wohnung, es hängt von Tausenden von Prozessen und auch von Menschen ab. Und auch, dass ich meinen Joghurt morgen essen kann, da kommen die Erdbeeren aus Spanien und das Plastik aus Polen und so. Das wissen wir. Aber ich glaube, es geht nicht über das Bewusstsein, es geht eigentlich über fast eine Erfahrung, über diesen, ich nenne das Resonanzsinn, ja, den wir wiedergewinnen. Resonanzen bedeutet zu erkennen, dass wir eigentlich in einem Prozess des Hörens und Antwortens stehen, wobei wir nur das Hören verlernt haben. Ja. Und die Frage ist, wie kann man denn das wiederentdecken? Ja. Und meine Idee ist, das schließt an Adorno an, dass wir wegkommen müssen. Aber das Problem ist, den ganzen Tag formulieren wir Sachen, die wir müssen und wir wissen nicht wie und ich weiß es auch nicht genau. Aber was ich meine ist, Adorno und Horkheimer und überhaupt die kritische Theorie hat diese Idee, dass die Moderne, insbesondere auch auf das Grund des kapitalistischen Wirtschaftssystems, auf Dominieren, auf Beherrschen, auf unter Kontrolle bringen, dessen, was da draußen ist, ausgerichtet ist. Und diese Welthaltung, die mit der Aggressionshaltung, die ich beschrieben habe, müssten wir transformieren, da würde ich auch sagen, verwandeln, anverwandeln, in ein Verhältnis des Hörens und des Antwortens. Dann bin ich nicht einfach abhängig, sondern verbunden. Ja, verbunden sein mit dem da draußen ist was anderes als abhängig sein von dem anderen. Ja. Also ich bin nicht von ihnen abhängig und sie von mir, sondern wir sind miteinander verbunden in einem Modus des Hörens und Antwortens, bei dem das Neue aus der Mitte entstehen kann. Also im Prinzip schwebt mir das vor, was Sie sagen. Ich glaube, es geht nicht über Bewusstsein, über die Erkenntnis, dass ich eigentlich abhänge, sondern über eine neue Form der, ich nenne es eine neue Form der Weltbeziehung, für die ich hoffe, dass Resonanz als Idee einen Ausgangspunkt ist. Ein wunderbarer Gedankenprozess, den Sie formuliert haben. Ich muss mich zurückbeamen in den Anlass unseres heutigen Treffens, nämlich das, was uns Corona zeigt und wie wir mit dem gesellschaftspolitischen, wie individuellen Umgang, und zwar nicht nur in unserem Land, sondern an sich, lernen können, bessere Ergebnisse zu erreichen. Wobei schon in der Formulierung bessere Ergebnisse wir schon wieder verhandeln müssen. Was ist das Ergebnis und was wäre das Bessere? Aber um es dann doch noch mal in die konkrete Übersetzung zu schaffen. Wir erleben in den letzten 24 Monaten, wir haben das den ganzen Tag in verschiedenen Perspektiven angedeutet, eine, ich nenne das mal, systemische Irritation dessen, was wir bis vor 2 Jahren zu Recht oder zu Unrecht Alltag genannt haben. Das hatte viele Störungen, aber diese Störung betrifft uns mittelbar und unmittelbar existenziell. Selbst als Flüchtlinge gekommen sind, hat man viel über Fantasie nachgedacht, gefährdet dieser Flüchtling mich oder auch nicht, aber hier ist es eine sehr konkrete Situation. Wir sehen, dass es einen Teil in unserer Gesellschaft gibt, erstmal Individuen, die sich dann als Kollektiv widerspiegeln, die mit einer hohen Abwehr, ich versuche es jetzt neutral auch für Herrn Hüther so zu formulieren, weil Abwehr ja etwas sehr Klassisches auch aus der psychischen Reaktion ist, eine hohe Abwehr gegen das als Lösung in den Raum gestellt ist, was die Mehrheitsgesellschaft anbietet. Und wie weit man aus diesem Widersprechen, aus dieser Abwehr, die so glaubt jedenfalls die Mehrheitsgesellschaft, so würde die Wissenschaft argumentieren, jedenfalls eher zu Todesergebnissen als zu Überlebensergebnissen führt, wie weit man aus dieser Abwehr eine Kooperation wenigstens hinbekommt, aller Beteiligten, diese Frage würde ich gern mit Herrn Hüther beginnen und Ihnen dann weitergeben.
Also wie kooperiert man mit Menschen und Gruppen, die sich aus Menschen bilden, die Kooperation nicht annehmen oder nicht wollen oder sagen, euer Kooperationsangebot ist in Wirklichkeit Gift? Das schließt sich ja in wunderbarer Weise an die Frage eben an, die wir von der Zuhörerin hatten, nämlich nach diesem Interdependenzgefühl oder der Frage, wo bleibt eigentlich das Gefühl von Verbundenheit in solchen Situationen, wo eine Gesellschaft anfängt, zwischen den Menschen Gräben aufzubauen. Und da müssen wir uns nochmal daran erinnern, dass wir ja alle auf eine unglaubliche Weise als mit der Erfahrung von Verbundenheit auf die Welt kommen. Das sind 9 Monate, die sind doch nicht irgendwo im Dunkeln verbracht worden, sondern unsere gesamte Anfangsentwicklung ist gekennzeichnet von der tiefen Erfahrung, wie gut es ist, mit anderen verbunden zu sein. Das ist verankert in jeder Phase unseres Körpers und unseres Gehirns und führt dazu, dass wir diese Verbundenheit brauchen und dass es dieses Grundbedürfnis nach Verbundenheit gibt. Es gibt aber auch das andere Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie und später nennen wir das Freiheit. Und das müssen wir zusammenkriegen und das haben wir in unserer Gesellschaft nicht geschafft. Wir haben keine Beziehungen gefunden, in denen Verbundenheit und Freiheit gleichzeitig lebbar sind. Entweder sind wir klebrig verbunden und hängen an denselben Vorstellungen in unserer jeweiligen Gruppe, oder aber wir sind Einzelgänger mit irgendwelchen eigenen Ideen und wollen von den anderen nichts wissen. Und das macht die ganze Situation schwierig. Und jetzt muss man den Grund dafür suchen und den nenne ich jetzt einfach nochmal zum Schluss. Und vielleicht ist das sogar eben dann der Ausweg aus der ganzen Krise. Es ist aus dieser mehr biologischen und neurobiologischen Perspektive, aus der ich schaue, nicht, also es ist völlig kontraproduktiv. Es ist sogar gefährlich. Und es ermöglicht nicht die Entfaltung der in uns angelegten Potenziale, wenn wir Menschen uns gegenseitig wie Objekte behandeln. Wir sind Subjekte, wir kommen als Subjekte zur Welt und werden dann im Laufe dieses Prozesses, den wir Erziehung nennen, zu Objekten gemacht, der Vorstellungen unserer Eltern, der Erwartungen, der Bewertungen, der Belehrungen, am Ende auch noch der Maßnahmen. So, und wenn ein Mensch zum Objekt gemacht wird, dann verliert er beides. Dann verliert er sein Gefühl, dass er mit den anderen verbunden ist, die ihn jetzt zum Objekt machen und sagen, meine Verbundenheit kriegst du nur dann, wenn du dich so verhältst, wie ich dir das sage. Und er verliert auch sein Vertrauen, dass er ein Gestalter ist und damit sein Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten stillen kann, wenn ihm einer sagt, wie er was zu tun hat. Und das erzeugt die größte Inkohärenz im Hirn, die es überhaupt gibt. Und die Lösung, die meisten Menschen in unserem Kulturkreis finden, um diesem Problem zu entkommen, besteht darin, dass sie andere wieder zum Objekt machen. So, das geht bei dem kleinen Mädchen los, der die Mama sagt, zieh dir jetzt deine Schuhe an. Und dann bückt sich das Mädchen runter und sagt leise für sich, blöde Mama. So. Sie wird zum Objekt gemacht von der Mama einer Maßnahme, einer Direktive, und das Mädchen antwortet darauf, indem sie die Mama zum Objekt einer Bewertung macht. Und das ist eine Katastrophe. So, und wenn wir aus dieser Art von Kultur nicht herauskommen, wo wir uns gegenseitig wie Objekte behandeln, dann das ist die große Herausforderung, die wir jetzt haben. Und vielleicht ist es so, dass uns diese Krise dabei hilft zu erkennen, wie sehr wir uns gegenseitig zu Objekten unserer wechselseitigen Erwartungen, unserer Bewertungen, unserer Belehrungen und so weiter machen. Wobei ich finde, dass die Corona-Krise ja eine Sache ganz interessant auf den Punkt bringt, dass wir nämlich Verbundenheit eben auch bei der Frage individueller, privater Gesundheit erkennen. Weil eigentlich war es doch bisher so, dass Gesundheit Privatsache war. Ja, ob sie sich ruinieren mit Rauchen, mit Trinken, was ist jedem seine Privatsache. Aber bei dem Coronavirus erkennen wir plötzlich, ist nicht meine Privatsache. Ja? Ob, wenn ich mich infiziere sozusagen, dann betrifft das alle anderen auch. Sie hatten das vorhin auch gesagt, weil ich kann meine individuelle Kalkulation, finde ich, kann durchaus vielleicht sogar vernünftigerweise so aussehen, dass ich vielleicht sage, ich bin 20, ich bin eigentlich kerngesund, ich glaube daran, dass der Körper sozusagen mit den Gefahren umgehen kann. Ich glaube, mein Risiko, und vielleicht habe ich sogar schon mal eine schlechte Erfahrung mit Impfung gemacht, für mich sieht es besser aus, wenn ich mich nicht impfen lasse. Ich finde, da kann man nicht sagen, wer so argumentiert, ist ein Idiot. Also für sich selbst. Ja. Aber der Witz ist, dass seine Gesundheit nicht Privatsache ist, die ist plötzlich auch Kollektivsache. Oder Kollektiv ist schon schwierig, Gemeinwesensache. Und ich habe ja mal... Ja, aber da würde ich doch
sofort antworten, Pustekuchen, es ist meine Privatsache und ich lasse mir von Leuten wie Ihnen nicht sagen, es sei eine Kollektivsache. Das ist genau die Schweinerei, die ihr mir jetzt antut über Corona, mir meine Privatsache, die letzte, die ich noch habe, meine Gesundheit wegzunehmen. Nein, aber okay, aber ich meine, deshalb glaube ich halt, also was ich glaube, ist die Frage sozusagen, wie stur Sie wären mit dem Argument, weil ich würde rückfragen, aber würden Sie einräumen, dass Sie das Virus vielleicht kriegen und Sie glauben, so habe ich es gerade beschrieben, dass Sie damit umgehen können, glaube ich vielleicht auch, ja, vielleicht sind Sie so, aber dass Sie damit die alte Frau oder das krebskranke Kind anstecken können und das stirbt dann dadurch? Nein, ich passe schon auf, machen Sie sich keine Sorgen, warum unterstellen Sie mir eigentlich, dass ich nicht aufpasse, währenddessen Sie als Geimpfter, nur weil Sie geimpft sind, jetzt mittlerweile wieder in die Disco gehen. Wir inszenieren das ein bisschen, weil vielleicht jetzt die Rückantwort kommen muss. Jetzt habe ich ein gewisses Problem, wenn Sie das so argumentieren. Aber das bringt mich auf den Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Ich habe ursprünglich mal als Kommunitarist angefangen, im Anschluss an Charles Taylor, der gesagt hat, wir sollten erkennen sozusagen, dass es sowas wie ein Wir gibt. Und ich finde, Corona macht es schon deutlich, weil die Frage ist, okay, wenn Sie so hart sind, muss ich nochmal drüber nachdenken, ob das für Sie auch überzeugt. Aber die Gesellschaft oder die Gemeinschaft oder das Gemeinwesen, die Menschen sind bedroht durch ein Virus. Und die Frage ist jetzt, was machen wir darauf? Und das Problem ist, dass wir uns abgewöhnt haben, an Wir zu denken, übrigens gerade in sozialen Wissenschaften. Jetzt wird es spannend. Sehen Sie, jetzt wird es spannend. Zum ersten Mal, wir hörten jetzt also gerade von der Individualisierung, von der Selbstbestimmung. Ja. Und jetzt führen wir zum Ich. Herr Hüther spricht selbstverständlich aus seiner Profession auch von dem Ich, dem individuellen Gehirn. Jetzt führen wir ein Wir ein. Und jetzt kommt meine Frage, vielleicht, weil wir an dem Punkt dann noch mal einen Schritt weitergehen können. Wie verhandeln wir, haben wir verhandelt, sind wir uns eigentlich einig, erstens, was wir unter einem Wir verstehen und was mit einem Wir impliziert ist? Ja, genau. Also ich finde das auch die richtige Frage. Und ich finde, was ich sagen wollte, ist, wir haben uns eigentlich angewöhnt in den Sozialwissenschaften, ich glaube aber in der Gesellschaft überhaupt, auch in den Feuilletons und in der Politik, zu sagen, es gibt gar kein Wir. Ja, also wenn du als Soziologe... Deswegen verschärfe ich das nochmal. Ja, genau. Und ich werde gleich zeigen, dass wir es eben doch denken müssen und können. Also weil wenn ich nämlich Wir sage, kriege ich immer die Gegenfrage, ja, wer ist denn Wir? Ja, es gibt kein Wir. Ja, für Männer stellt sich das anders dar, wie für Frauen, für andere anders als für Junge und für Minderheiten, welcher Art auch immer, wiederum anders. Es gibt kein Wir. Ja, du kannst nicht wir sagen. Wer wir sagt, meint in der Regel wir in der Mehrheit. Ja, vielleicht weiße, alte, was weiß ich, heterosexuelle und so Männer. Und da würde ich sagen, so zu denken ist eigentlich falsch. Ja, weil wir kennen ständig Wirs. Nehmen wir doch irgendwie an, wir machen so eine Konferenz hier und dann müssen wir sagen, wie wollen wir es machen? Machen wir die Fenster auf oder zu? Und dann wäre es völlig klar, dass wir alle, die auf dem Platz sind und dass wir jetzt eine Lösung finden müssen. Und dann kann es doch durchaus sein, dass wir reden darüber und eine Mehrheit sagt, lass uns die Fenster lieber aufmachen wegen Corona. Und dann könnte ich, obwohl ich dagegen war, ich habe gesagt, ach Quatsch, lass uns zumachen, die Erkältungsgefahr ist viel größer, würde ich hinterher vielleicht doch sagen, wenn einer das Fenster, jetzt habe ich vergessen, was wir beschlossen haben, also wir beschließen, wir machen das Fenster auf und ich bin dagegen. Ne? Und dann macht einer das Fenster zu und dann würde ich trotzdem sagen, aber wir hatten doch gerade beschlossen, wir machen es auf, ja, obwohl ich dagegen war. Warum? Weil wir irgendwie eine Lösung finden müssen, die auf dem Platz sind. Ja, wenn ich in einer Hausgemeinschaft bin, kann ich auch nicht sagen, wir können nicht wir sagen. Sagen wir mal, ich lebe in einer Hausgemeinschaft und die Frage ist, machen wir ein neues Dach drauf? Und dann wäre die Hausgemeinschaft auch bescheuert zu sagen, wir können nicht wir sagen. Die alte Frau im 6. Stock hat ganz andere Interessen als das junge Paar da unten, was ja auch stimmt. Also die Realität bei ihrer Eigentümergemeinschaft ist, dass die Frau im 6. Stock beim Verwaltungsgericht oder im Zivilgericht gegen ihre Entscheidung klagen würde. Mich interessiert an dem, was Sie erzählen, das Spannungsfeld dann doch. Also natürlich können Sie auch sagen, mach das Fenster auf oder zu. Sie können auch bei dem Wir wieder in Ihre Position zurückkommen. Die Frage, die ich beiden zum Abschluss noch mal geben möchte, ist mit dem Stichwort der Kooperation. Also es gibt dieses Ich und es gibt dieses Wir. Und dieses Wir entscheidet, aus welchen Kriterien heraus etwas, was mein Ich nicht mag, was mich Energie kostet, das widerstrebt mir. Wie lernt sich kooperatives Verhalten in diesem Zusammenhang? Noch einmal, Deutschland besteht gerade, jetzt nehme ich nochmal Ihr Beispiel mit dem Haus. Wir sind eine klagewütige Gesellschaft, in der das, was andere Wirs beschließen und uns tangiert, erst einmal mit allen Mitteln widersprechen wollen. Das ist nicht unbedingt Ihr Beispiel, wie Sie sich hier im Raum verhalten würden.
Also ich glaube, dass die Frage nach der Kooperation eigentlich, ich würde fast sagen, die falsche ist. Also in gewisser Weise, weil die wird sehr häufig über Rational Choice Theorien gemacht. Und dann ist der Punkt immer, wie bringe ich dazu, das als in meinem größten Interesse und in ihrem größten Interesse zu sehen, dass wir gemeinsam handeln. Also das ist eine Begründungsmöglichkeit von Kooperation, aber es gibt auch andere. Genau. Entschuldigung. Also, haben Sie recht. Okay. Genau. Ich wollte sozusagen nur diese. Ja, aber das ist nur eine. Ja, weil ich glaube, der Punkt ist doch, also der Punkt ist wirklich, dass wir wieder nicht den Wert im Sinne eines abstrakten Werts, sondern wirklich den Zugewinn an Lebensqualität des Zusammenhandelns erkennen müssen. In unserem allem Interesse, also die Frage ist, die soziologische Frage für mich ist, wie kann die Gesellschaft eine Situation herstellen, in der sie erkennt, dass ein Mehrwert aus dem gelingenden Zusammenhandeln selber entsteht. Ja, dass wir, ich meine, man sieht es auch bei Bauwerken. Wie kann sie es herstellen? Ja, ist jetzt meine Frage. Ja, ich habe eine Antwort, glaube ich. Also die. Und dann Herr Hüther. Weil man sieht es bei allen, sagen wir mal eine Stadt wie Frankfurt oder so, oder wie ehrlich gesagt Jena, wo ich herkomme, ja, da finde ich, der entscheidende Punkt ist der, weil wir haben in der Mitte einen großen Parkplatz, ja, das ist sozusagen aus der Geschichte. Und die Frage ist seit 30 Jahren, was machen wir mit dem Parkplatz? Ne? Und ich finde, die entscheidende Frage ist jetzt, die Frage sollte für die Bürgerinnen und Bürger Jenas sein, was machen wir da? Ja, und, und wenn da eine Entscheidung gefällt ist, müssen Bürger und Bürgerinnen oder sollten Bürger und Bürgerinnen das Gefühl haben, wir bauen da jetzt eine Eislaufarena, machen wir nicht, aber könnte ja sein. Und nicht, die stellen uns jetzt eine hin. Ja, das ist der entscheidende Punkt, habe ich das Gefühl, die stellen uns da jetzt eine hin oder machen wir das? Und wie kann das, die stellen mir diese Arena hin oder wir bauen das? Das hängt an Resonanzphänomenen. Wenn ich das Gefühl habe, ich war beteiligt an dem Prozess, ich war sozusagen mit in diesem dynamischen Geschehen, was machen wir aus der Stadt, involviert, dann kann ich das akzeptieren, selbst wenn ich selber gar nicht dafür war. Einen Sinn für Selbstwirksamkeit kann ich auch dann gewinnen, wenn nicht ich mich durchsetzen konnte. Ja, deshalb meinte ich sozusagen, diesen Sinn gemeinsam, und das müsste auch bei Corona gehen, wir wehren uns gemeinsam gegen einen Feind von außen. Ja, das ist die theoretische Lösung. Wie das praktisch geht, sagt uns jetzt Herr Hüther. Herr Rosa, das ist schon richtig, was Sie sagen, aber das ist auch eine Argumentationsebene, die darauf abzielt, dass man sozusagen auf einer rein kognitiven Ebene dann die Argumente austauscht. So, und wo es schon interessanter wird aus meiner Perspektive ist, wenn Sie sagen, es gibt aber Situationen, wo unterschiedliche Menschen gemeinsam etwas wollen. So, und zum Beispiel ihren Parkplatz da bauen wollen. Und wenn sie das auch selber machen dürfen, ist das noch besser, dann vereinen die sich in ihrem gemeinsamen Tun und dabei treten die individuellen Partikularinteressen dann zurück, weil das Gemeinsame, was sie machen, höherwertig ist und kohärenzstiftender ist als dieses ständige Beharren auf ihren jeweiligen Standpunkten. Und wenn ich diese Theateraufführung, die Sie eben so wunderschön vorgeführt haben zwischen dem Corona-Leugner und dem Corona und demjenigen, der das alles richtig macht, wenn ich die an mir vorbeiziehen lasse, dann hätte die richtige Frage heißen müssen, gibt es denn außer unseren unterschiedlichen Auffassungen, wie das mit Corona zu laufen hat, auch etwas, was uns miteinander verbindet? So, Sie müssen wieder zurück auf das, was Sie miteinander verbindet. Und wenn Sie dieses Verbindende nicht finden, dann können Sie sich auch nicht einigen. Dann bleiben Sie Feinde, dann bleiben die Gräben zwischen Ihnen aufgeworfen. Und deshalb müssten Sie versuchen, das Gemeinsame zu finden. Und das ist immer etwas Größeres als das akute Anliegen, was Sie im Moment verfolgen. Aber da muss ich dringend was dazu sagen, weil das finde ich nämlich ehrlich gesagt auch. Also wir versuchen das Problem immer so zu lösen, dass wir Befürworter und Gegner gegeneinander hetzen, ja, in Talkshows und allem Möglichen. Man lädt irgendwie zwei dafür, zwei dagegen ein und die argumentieren gegeneinander und es setzt sich sogar auf der Straße fort, die Befürworter versus die Gegner. Und ich glaube, auch so überwinden wir das nie. So werden wir die Gegenseite nie von Argumenten überzeugen. Die müssen gemeinsam was völlig anderes tun. Ja, die sollen nicht argumentieren für und gegen Impfen, die sollen gemeinsam ein Auto reparieren oder ja, was. Aber Entschuldigung, aber so das ist jetzt sehr nett. Aber die Streitkultur setzt erst einmal voraus, dass sich zwei oder drei oder vier Positionen in einem öffentlichen Diskursraum präsentieren, miteinander dann um Argumente natürlich ringen. Also, dass zwei Leute, die unterschiedlicher Meinung sind, das kompensieren, indem sie ein Auto jetzt schrauben, hilft und verändert nichts. Selbst wenn das Auto gebaut ist, werde ich immer noch vielleicht dann sagen, draußen ist es dunkel und Sie werden sagen, draußen ist es hell.
also ich will das jetzt, dass wir das jetzt nicht zu einer Büllerbü-Diskussion machen. Es gibt in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung, wir haben das zum Beispiel auch jetzt gehört von den Ärzten ohne Grenzen, es gibt unterschiedliche politische, gesellschaftspolitische, ethische Interpretationen dieser Welt. Und die prallen in der Tat aufeinander. Ständig, und zwar so, dass sie nicht mehr miteinander reden können. Ja, aber das ist nicht zwingend. Das ist nicht zwingend. Da komme ich dann doch darauf zurück, was auch meine ganze Lebenserfahrung ist. Erstens ist das nicht immer so. Zweitens ist es nicht zwingend. Drittens verändern sich die Bedingungen. Viertens komme ich zu meiner Frage zurück. Rückkehr zum Normalzustand. Als ob es je eine Rückkehr zu irgendetwas gibt, was mal war. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Und natürlich, ich will das jetzt mal selbst versuchen zu sagen, was auch immer ist, wenn wir nicht mehr jeden Tag Angst haben, uns anzustecken, wird es nicht mehr sein, wie vor der Zeit, wo wir die Erfahrung nicht hatten. Also versuche ich damit etwas anderes noch in den Raum zu bringen, das Lernen und sich daran zu gewöhnen, dass es Dissonanzen gibt, dass es auch Momente gibt, wo wir beide uns nicht einigen können, wo wir unsere Argumente austauschen und übrigens vielleicht jetzt zusammen ein Auto bauen und trotzdem an dem Punkt uns nicht geeinigt haben und damit zivilisiert umgehen, nämlich hinzunehmen, dass wir uns nicht einigen können. Ist das nicht auch eine der Optionen, die wir in starken, mobilisierten Konfliktsituationen lernen müssen? Internationale Diplomatie übt das übrigens. Aber es würde doch reichen, wenn Sie sich einigen, dass Sie beide in Ihrem Leben etwas verfolgen, was identisch ist. Also jetzt mache ich es mal ganz banal. Sie wollen Ihr Leben so führen, dass Sie glücklich sind. Und dann können sie sich beide gegenseitig sagen, ja, das will ich auch. Ja, Menschen wollen ein Leben so gestalten, dass sie sich als Gestalter ihres Lebens erleben. Sie wollen ein Leben führen, wo sie dazugehören und wo sie zeigen können, dass sie was können und autonome Entscheidungen treffen können. Das wollen sie doch alle. So, und kann man dann nicht, bevor man eine Diskussion darüber führt, welche Wege der Einzelne einschlägt, kann man sich nicht erst mal darauf einigen, wo man eigentlich herkommt am Anfang und wo da die Gemeinsamkeiten sind. Und wenn man sich auf diese Grundgemeinsamkeiten einigen könnte, und die haben wenig mit dem Verstand zu tun, die haben auch sehr viel mit Bedürfnis und Gefühl zu tun, dann könnte aus diesem gemeinsamen Gefühl heraus eine sehr fruchtbare Debatte werden, wo einer sich den anderen anhört mit seinen Argumenten und entsprechend die Argumente ausgetauscht werden und dann möglicherweise sogar eine konstruktive Lösung gefunden wird, die die beiden nicht trennt, sondern miteinander verbindet. Da habe ich jetzt eine Rückfrage an Herrn Hüther, weil ich glaube, das geht nämlich noch weiter. Also es ist nicht nur so, dass Herr Friedmann glücklich sein will und ich auch, sondern man kann doch sogar zeigen, ich glaube, das kann man ziemlich gut zeigen mit biologischen und neurologischen Mitteln, dass tatsächlich, auch wenn wir verlernt haben, das zu denken, wir sozusagen wechselseitig was davon haben, wenn der andere glücklich ist. Also Sie kennen diese ganzen Experimente, die man sogar mit Tieren gemacht hat. Ich bin kein Anhänger dieser soziodarwinistischen Theorien, aber ich weiß, dass Menschen, wenn sie in einer Situation sind, wo sie sich ausgegrenzt fühlen, wo sie sozusagen in so eine Gegnerschaft geraten, dann werden im Hirn die gleichen Bereiche aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn sie körperliche Schmerzen haben. So, das tut also genauso weh, wenn man sich auf so eine sinnlose Art und Weise miteinander streitet, als ob einem einer auf den Füßen herumtrampelt. Und deshalb müsste man erst mal versuchen, Verständnis dafür zu haben, dass man eigentlich gemeinsam aus diesem Schmerz raus will und ihn sich nicht gegenseitig noch weiter verstärken will, indem man dauernd sagt, du bist ein Idiot oder du bist ein Idiot. Also das gemeinsame Finden, und das fällt uns in unserer Kultur so schwer, weil wir natürlich eine Kultur haben durch unseren Wettbewerb und unsere Geschichte, wo das Gemeinsame zu stark in den Hintergrund getreten ist und wir eigentlich auch kaum noch solche Erfahrungen machen, wie schön das sein kann, wenn man mal gemeinsam etwas macht. Also, und deshalb heißt auch meine Prognose nach Corona, die heißt nicht, das wird alles noch schrecklicher, sondern die heißt, nach Corona werden die Leute wieder anfangen, zum 1. Mai gemeinsam unter dem Maibaum zu tanzen.
oder unter dem Weihnachtsbaum. Das wäre natürlich super. Ja. Aber nur mal, ich meine, warum wollen wir im Kino Happy Endings sehen? Ja, weil es nämlich schön ist, wenn du siehst, wie was gelingt. Also das würde ich schon sagen. Aber nochmal zu Ihrem Punkt. Das Problem ist halt, we agree to disagree. Das machen wir ja schon seit ziemlich lange und das ist eigentlich auch ziemlich gut. Das habe ich ja vorhin auch versucht zu sagen. In der Wissenschaft, auch in der Politik ist das echt wichtig. Aber beim Impfen geht es gerade nicht. Also aber beim Impfen kommt doch, wenn ich das jetzt kurz auch noch einblenden kann, das Problem der Geschwindigkeit. All das, was wir drei diskutieren, braucht eine ganz bestimmte Zeit. Das, was die sicherheitspolizeilichen Maßnahmen zum Beispiel bei Gefahr in Verzug formulieren, sind Prozesse, in denen diese Abgleiche zwischen uns drei nicht stattfinden. Nehmen wir also an, ohne mit dieser furchtbaren Metapher des Krieges zu kommen, aber es ist Gefahr in Verzug, schaffen wir bei unterschiedlichen Positionierungen zur Maßnahme es schwierig, die Verhandlungen und das auch noch in gegenseitiger Anerkennung auch der emotionalen und der kognitiven so hinzuführen, dass sich die Leute mitgenommen bekommen. Ich wollte nur bei einem Punkt, lieber Herr Hüther, Ihnen doch entgegenbringen, bei all dem, was Sie formulieren und was ich auch außerordentlich nachvollziehen kann, die Grundvoraussetzung jeden Dialogs ist die a priori Anerkennung des anderen Menschen. Und das ist für mich ein Ursprung auch der Menschenrechtsaufklärungsfrage und dieses Prinzips, dass jeder jemand ist. Wir erleben in der Debattenkultur wieder sehr exzessiv, auch bei Corona, dass es in einem Teil der Bevölkerung, wir können es auch individualisieren, diesen Blick, jeder ist jemand, a priori nicht so selbstverständlich gibt. In dem Moment, wo mir jemand mein Menschsein aberkennt, wird es sehr schwierig zu diskutieren oder sich anzunähern. Und zwar nicht, weil ich mich einem Streit verweigere oder einem Diskurs, sondern der andere, selbst wenn ich es tue, mich ja als Mensch erst gar nicht anerkannt hat. Das heißt, wenn wir hier über ganz bestimmte Phänomenologien in unserer Gesellschaft reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass Menschen eine außerordentliche Selbstbestätigung darin empfinden, dass sie andere Menschen in ihrer Bestätigung eher kleiner machen, als sie a priori nach unserem Verständnis sein dürfen. Und an diesem Punkt, in der politischen Rhetorik nennt man das den harten Kern der Demokratiefeinde oder der Menschenfeinde, würde ich abschließend an diesem ganz harten Punkt noch mal gerne Sie beide abschließend hören, wie man diesen Sachverhalt, der sich ja nicht nur in Corona, sondern in vielen anderen auch Konflikten widerspiegelt und Risse hervorruft, wie man diesen Bereich thematisieren und reflektieren kann. Vielleicht beginnen wir mit Herrn Hüther und Sie schließen ab. Ja, Herr Friedmann, Sie haben es eigentlich jetzt ja schon auf den Punkt gebracht. Es geht darum, dass man den anderen anerkennt. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, von den anderen anerkannt zu werden. Und in meiner Terminologie sage ich dann immer, Menschen sind Subjekte und dürfen nicht wie Objekte behandelt werden. In dem Augenblick, wo Sie einen anderen Menschen zum Objekt Ihrer Erwartungen machen, erkennen Sie ihn nicht mehr an. Dann sind Sie nur noch bei sich und nicht bei dem. In dem Augenblick, wo Sie ihn belehren, sind Sie nur bei sich und nicht bei dem. Wenn Sie ihn gar bewerten, sind Sie nur bei sich und nicht bei dem. Das heißt, so eine Anerkennungskultur macht es erforderlich, dass man sich auf den anderen auch wirklich einlässt. Und ihn nicht einfach nur als einen Sparringspartner betrachtet, wo es im Boxkampf darum geht, wer gewinnt, sondern indem man versucht, sich mit dem anderen, ja, indem man versucht, einander zu begegnen. Es gibt übrigens ein ganz einfaches Mittel, wo man sich in seiner eigenen Subjekthaftigkeit zeigen kann und was automatisch dazu führt, dass der andere sich auch wieder als Subjekt zeigt. Und das besteht darin, dass man sein Gegenüber einfach mal liebevoll anlächelt. Der kann meistens gar nicht anders als zurücklächeln. Ja. Und dann haben Sie eine Basis für ein Gespräch. Und die ist anders, als wenn Sie das nicht vorher vergewissert und sich vielleicht sogar dann bewusst gemacht haben, dass Sie eigentlich beide das Gleiche wollen. Das ist schön.
Also ich glaube, das Problem ist, also ich stimme Ihrer Bestreubung zu und ich glaube, dass das Problem zunimmt, sich wechselseitig sozusagen nicht mehr als Menschen und ich würde sagen als resonanzfähige Wesen anzuerkennen, das nimmt absolut zu. Und ich fürchte, es geht nicht dadurch moralische Einsicht und auch nicht durch Gründe. Also wir wissen eigentlich gerade, die Moderne hat das ja hervorgebracht, also auch schon im Sklavenhandel, in der Kolonialisierung und natürlich ganz schlimm im Holocaust, diese komplette Verdinglichung, nachdem die Aufklärung 200 Jahre oder 150 Jahre vorbei war. Das heißt, ich glaube, die Basis ist, so ähnlich wie Herr Hüther das auch gesagt hat, Lächeln führt wirklich, er hat häufig dieser Effekt, aber er kann natürlich auch völlig schief gehen. Also wir wissen historisch, das Lächeln kann sogar als diabolisches Lächeln oder sonst wie verstanden werden, aber meine These wäre, dass jemandem in die Augen zu schauen, ein menschliches Antlitz zu sehen, da bin ich bei Levinas oder Buber, aber Levinas sagt das eigentlich am deutlichsten und übrigens hat es auch Adorno formuliert, eine Stimme zu hören und in zwei Augen zu schauen, hat eigentlich immer diesen Resonanzappell, der Verdinglichung massiv sich widersetzt eigentlich, sich darauf einzulassen. Und wenn ich das dann aber nicht tue und in dem anderen trotzdem nur das zu Zerstörende im schlimmsten Fall sehe, ist es Ausdruck extremster, eigentlich würde ich sagen, Entfremdung. Dann habe ich meine Resonanzfähigkeit eingebüßt, dann operiere ich in einer erstarrten Form der Weltbeziehung. Und das Problem scheint mir jetzt zu sein, dass es eben nicht nur die Rechten sind, sondern auch auch wir alle, ich stelle das auch bei mir manchmal fest, ich habe diese Empörungskultur, wo der Funke bereit liegt, den anderen eigentlich zu erschießen, ja, den findet man überall. Ich laufe manchmal wenn ich Nachrichten gucke oder höre oder so, denke ich, ich würde ihm eine reinhauen oder so. Bei Trump haben das 1000 Leute gesagt, ja, oder bei Bannon oder wie die alle heißen. Ja. Und übrigens, man sieht es auch, also für mich schockierend war, als Angela Merkel gesagt hat, ich freue mich, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Ja. Oder dann auch, wenn in dieser ganzen, Judith Butler hat es ja auch sozusagen ausgeführt, wo wir sagen, also wir freuen uns darüber, dass wir in Mali oder sonst wo Islamisten beseitigt haben. Ja, diese Sprache und diese Haltung, das Böse in der Welt muss weg und der andere, der eine andere Meinung hat oder was anderes vertritt, ist per se böse. Das zieht sich, glaube ich, das weitet sich wie ein Krebsgeschwür aus. Ja, also wahrscheinlich haben wir dann doch in unserer Aufklärung, im Humanismus, in der Evolution uns noch nicht so entwickelt, wie wir annehmen wollen, dass wir uns entwickelt haben, weil alleine die Fantasie des Bösen eine außerordentlich archaische und urreligiöse Tendenz in sich trägt. Ich bedanke mich bei Ihnen und übrigens, Corona ist auch nicht das Böse. Es ist einfach eine Realität, mit der wir umzugehen haben. Und wir sind auch nicht hilflos, wie ich meine, sondern wir müssen lernen. Und wir haben versucht heute seit 12 Uhr mittags, es ist übrigens jetzt kurz vor 8:30, ununterbrochen zu lernen mit ganz wunderbaren Gästen, klugen Menschen, Männer und Frauen, die uns ihre Gedanken interdisziplinär mitgeteilt haben. Und das war die Absicht, die ich heute mit dieser Veranstaltung in dem CAS eigentlich umsetzen wollte. Es wird immer so diskutiert, wir müssen interdisziplinär das tun. Das haben wir heute versucht. Das führt dazu, dass wir jetzt interdisziplinäre Anregungen, Aufregungen, ein bisschen Chaos und Widersprüche in uns haben. Darüber nachzudenken ist immer empfehlenswert. Gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei allen, die hier heute mitgemacht haben. Ich bedanke mich nochmal bei meinem wunderbaren Team, bei der Technik. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, die hier anwesend sind und teilweise eben fast auch über 8 Stunden bei einem sehr, sehr hochkonzentrierten Marathon. Herzlichen Dank bei Ihnen, lieber Herr Hüther. Herzlichen Dank, Hartmut Rosa. Kommen Sie gesund nach Hause. Und was habe ich gelernt? Lächeln wir ein bisschen. Und wenn es ernst gemeint ist. Herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss.